Die Rasenfunk Schlusskonferenz. Natürlich war Arnie Ramsey der bessere Innenverteidiger als Jeff Strasser. Was hast du eigentlich immer? Hör doch mal auf, gegen Jeff Strasser zu wettern. Arnie Ramsey wurde bei Werder und bei Lautern immer nur mit durchgezogen. Was ist denn das für ein Quatsch? Die haben Strasser die ganze Zeit mit durchgezogen. So wie ich dich gerade hier auf der Bühne scheinbar, oder was? Ja, wer hat denn eben sein Stichwort verpasst? Wer hat das denn schon wieder verbaselt? Mit dir kann man überhaupt nicht zusammenarbeiten. Weißt du was? Das war für mich die letzte Chance. Für mich ist das Projekt nämlich beendet. Finito! Auf den Dank, da warte ich schon seit 2 Jahren. Hasta luego! Verpiss dich doch! Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Mit guter Laune starten wir in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 268. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Zuckerboss, ich bin der @genetzer bei Twitter und findige Hörerinnen und Hörer haben die Stimmen natürlich erkannt, welche Starbesetzung da auf uns wartet. Die beiden Herren von Doppelsechs hörten wir da im Intro, sie haben sich wieder zusammengerauft nach ihrem großen Breakup, der nur von Tic-Tac-Toe noch übertroffen wurde in der Dramatik. Ich begrüße sehr den Herausgeber von Doppelsechs, bei Twitter ist er der @mozzole, Ole Zeisler. Servus Ole. Hallo Max. Und nicht bei Twitter, aber auf Instagram, da ist sein Game auch wirklich stark, um es mal so zu sagen, das Insta-Game, der Chefredakteur von Doppelsechs, Hendrix von Bösingsloven. Servus Hendrik. Hallo, hallo. Hendrik von B heißt du auf Twitter, wenn ich mich richtig erinnere. Auf Instagram, richtig. Genau. Ach, Entschuldigung, natürlich auf Instagram. Ich find's lustig, ich hätte es lustig gefunden, hätte ich immer meinen Namen ausgeschrieben, auch Hendrik von Bülzingslöwen, innerhalb mit, also plus UE und OE. Und wenn ich irgendwas gefallen würde, wenn mir irgendwas gefallen würde, irgendwas liken würde, würde immer die ganze Zeile angezeigt. Und wenn ich, also das wäre eine lustige Vorstellung, aber ich habe mich deswegen für diese Verknappung entschieden. Ich kann sehr empfehlen, dir zu folgen. Ich würde es so machen, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt Hendrik immer in der Nacht auf Freitag und dann am Samstag könnt ihr ihm auch wieder entfolgen. Dazwischen passiert nicht so viel, aber Hendriks Fun-Freitag, den darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Ja, das ist so ein schönes Geteasere, ja. Ja, man weiß gerade nicht, ob ich dich gelobt oder beleidigt habe, aber das ja, ist die Kunst. Ja, das ist eine schöne Melange, ja. Eine Melange à trois. Naja, bevor wir loslegen, danke ich noch Ante Martin, Dominik, Benjamin aus Ghana, dem Exil-Berliner, Joni, Marc Häuser und den Rasenfunk-Legenden, dem Aufziehvogel LE und Krischi, beide sehr aktiv, unter anderem im Forum und auf Twitter. Und sie alle sind auch Rasenfunk-Supporter und helfen, dass der Rasenfunk weiter werbe- und sponsorenfrei bleiben kann und dass ich immer noch meinen Lebensunterhalt verdienen kann, trotz Corona. Ganz herzlichen Dank dafür. Wie ihr den Rasenfunk unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de/unterstützen. Wir haben den 29. Spieltag, beziehungsweise irgendwie haben wir ihn auch nicht. Wir alle wissen, was gerade los ist. Das wird noch eine Weile so gehen. Und deshalb dachten wir, es wäre doch mal eine schöne Idee, einen Cross-Podcast aufzunehmen mit den beiden Herren von Doppelsechs. Und da muss ich jetzt investigativ gleich mal in die Vollen gehen und fragen, Ole, wie ist es zu Doppelsechs gekommen? Seit wann gibt es euch? Was macht ihr eigentlich? Gott, ja, das, ich glaube, uns gibt es seit, Hendrik weiß die Jahreszahlen ein bisschen besser. Ich glaube, es gibt uns seit 2011, Hendrik, ist das richtig? 2010 sogar, genau. Also, 10-jähriges Glückwunsch. Ja, danke. Da sind auch Dinge in der Pipeline, die aber auch aufgrund der derzeitigen Umstände hinten anstehen. Aber keine Sorge, da kommt was. Seit 2010 gibt es uns, also als Doppelsechs, als dieses Fußball-Fun- und Action-Projekt. Und wir sind durch verschiedene Berge und Täler gestiefelt seitdem in den 10 Jahren. Und entstanden ist es eigentlich, da Hendrik und ich uns, ich weiß gar nicht, weiß er auch besser, aber ich würde sagen, 5 Jahre vorher haben wir uns kennengelernt in Hamburg und haben relativ schnell, obwohl, naja, 5 Jahre hat es ja dann noch gedauert, aber relativ schnell bemerkt, dass wir so gleich natürlich Fußball verrückt, Fußball interessiert und so weiter sind, aber gleichsam auch einen ähnlichen Blick auf den ganzen Zirkus haben. Und uns sehr schnell hatten wir einen gemeinsamen Nenner, was so, naja, das humoristische Umgehen mit Fußballüberhöhungen angeht und dem ganzen Reportertum und so weiter und so fort. Und deshalb gibt es uns seit 10 Jahren in verschiedensten Ausspielwegen, so möchte ich es mal nennen. Welche Ausspielwege sind denn das,
Hendrik. Oh. Ja, genau. Ich habe schon gemerkt, dass du bei... Felix und Paola-mäßig wollte ich so Hendrik rüberspielen. Ich habe schon gemerkt, dass du bei allem, was mit Fakten zu tun hast, schon gesagt hast, das weiß Hendrik besser, dachte ich. Okay, alles gut. Nicht mein. Ja, ich hätte natürlich sofort deinen Ball an. Lass ihn noch kurz in der Luft. Genau, also wir haben angefangen tatsächlich mit so Videos, die wir auf YouTube veröffentlicht haben, wo wir, wenn man so will, Spieltage humoristisch nachbearbeitet haben. Und damit haben wir halt 2010 angefangen. Das war aber erstmal so ein Versuchsfeld, was man da so macht. Und da haben wir aber echt gleich ein bisschen mit einem großen Ehrgeiz gemacht und ich glaube fast 2 Jahre jeden Montag so eine Folge aufgenommen und die danach noch geschnitten und so. Und das war ein Tagesprojekt. Jeden Montag haben wir das gemacht. Und dann gab es irgendwann die Idee, dass wir daraus eine Bühnenform machen, weil wir irgendwie so eine kleine, aber doch, es gab eine Fangemeinde dafür oder eine Leute, die das sehr gerne geguckt haben oder uns positiven Feedback gegeben haben. Und dann haben wir da angefangen, da ein Bühnenformat zu entwickeln. Und auch da haben wir das erstmal in einem sehr kleinen Raum in Hamburg angefangen, aber auch schon gleich mit Gästen. Also ich glaube, in der ersten Show hatten wir zum Beispiel auch von Rollo Fuhrmann von Sky dabei und einen Lutz Wöckner, den damaligen St. Pauli-Reporter vom Hamburger Abendblatt und Matthias Kammern von der Sportschau. Also so ein bisschen Leute hatten wir da schon. Und dann haben wir uns da recht schnell auch da ein Publikum erspielt und sind dann immer, ja, in Anführungsstrichen größer geworden, was die Live-Shows anging. Und dann haben wir angefangen, 2017, glaube ich, dann mit einem Podcast. Also die Videos machen wir seit einiger Zeit eben auch schon nicht mehr und sind auf dieses Medium-Podcast gekommen, was, das kann man, glaube ich, auch sagen, Doppelsechs auch nochmal so ein, ja, nochmal einen ganz schönen Schub gegeben hat, weil das eigentlich für uns, glaube ich, ein ziemlich gutes Medium ist, um unseren Humor zu transportieren. Aber ein bisschen ist es ja schon so, dass er immer genau das Medium gemacht hat, mit dem man gerade nicht Kohle verdienen kann, oder? Also ihr wart YouTuber, bevor man bei YouTube richtig was erreichen konnte. Ihr wart auf Bühnen, als die Leute gesagt haben, hey, wir gehen jetzt alle ins Internet. Und jetzt seid ihr bei Podcasts gelandet. So ein bisschen antizyklisch. Genau, da muss man sich keine Sorgen machen, dass das monetär sich groß bezahlbar macht, was wir machen. Ja. Also der Gefahr sind wir nicht ausgesetzt. Man kann das von zwei Seiten sehen. Irgendwie so aus dem Coolness-Faktor. Wir waren halt schon da, wo dann der große Mainstream-monetäre Zug dann irgendwie aufspringt. So ganz stimmt es allerdings nicht, glaube ich zumindest. Aber so ein bisschen hast du recht, vor allem in so einer ganz latenten Vorbereitung auf diese Folge, als du ja sagtest, wir reden auch so ein bisschen über das Projekt, habe ich dann mir auch noch diese alten Sachen so ein bisschen angeguckt. Mhm, also ne, da denkt man ja auch, wenn du dann so YouTube-Sachen von 2012 siehst, so 5-Minuten-Folgen, können 122 Klicks lügen? Nein, glaube ich nicht. Also das ist das eine. Und man muss aber auch immer sagen, wir haben uns auch immer gegenseitig, obwohl wir ja ein gewisses Publikum haben und hatten wir immer, aber das war nie groß und wir wollten auch nie groß werden, glaube ich zumindest. Wir wollten halt immer auf dem Indie-Label bleiben. Nein, was ich aber sage, ich glaube, Hendrik und ich hatten auch immer so eine Vorstellung von, wenn wir diese YouTube-Sachen mit so viel Liebe und wirklich auch viel Arbeit, damals war Schneiden und Drehen auch viel aufwendiger und wirklich, das hat einen ganzen Montag immer gedauert. Wir saßen, das musste man immer mit dem Fahrer damals noch ins Schnittwerk fahren und dann auf den alten Schiefertafeln, ja. Richtig. Nein, aber so ein bisschen. Wir haben ja auf Film gedreht. So, wir haben ja auf 35 mm gedreht, das wissen ja die wenigsten. So, völlig richtig. Nein, aber wenn ich so zurückdenke, war immer auch unsere latente Hoffnung, wenn wir mal größer werden, dass irgendwer, so wie die Beatles B-Seiten auf dem Dachboden, irgendwann dann diese YouTube-Sachen entdeckt, dann habe ich sie auch vorhin gesehen und dachte, nee, muss nicht sein. Aber weißt man du? Muss. Also man wir muss haben schon früh an der Legende gestrickt. Ja. Aber man muss dazu auch sagen, es gab, glaube ich, auch einen strategischen Fehler im Nachhinein, den wir gemacht haben. Denn man hat uns empfohlen, irgendwann, nachdem wir, glaube ich, die ersten Jahre bei YouTube waren, auf Vimeo zu wechseln, weil das hochwertigere Format ist. Das hochwertigere Format für Internetvideos. Und dann haben wir halt unsere kleinen Videos alle nur noch auf Vimeo veröffentlicht. Und das war im Nachhinein, glaube ich, strategisch nicht der klügste Schritt in unserer Karriere. Na, beziehungsweise schon Indie, muss man sagen. Also Vimeo ist schon die Indie-Variante. Ja, das war Indie, aber wären wir bei YouTube geblieben, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie, weiß nicht,
Hendrik jetzt irgendwie bei Sport 1 in München im Tower wäre, also eine große Karriere gemacht hätte und ich vielleicht, weiß nicht, Skyfield-Reporter, ich weiß es nicht. Aber wir sind zu Vimeo gewechselt und wir haben immer so diverse Umwege genommen, die uns nie ans Ziel kommen ließen. Aber ich glaube, das war, wie gesagt, nie wirklich gewollt. Wieder HSV. Aber dann müsst ihr jetzt noch kurz sagen, für diejenigen, die es nicht wissen, also ihr seid nicht bei Sport 1 im Tower und ihr seid nicht Skyfield Reporter, dann sagt doch mal, was ihr jetzt, was aus euch geworden ist, inklusive dieser ganzen Umwege. Ole, fang mal an. Wir sind Schmuckdesigner. genau. Ja. Ich bin DJ beim Doppelpass. Ich heiße John Munich. Ich habe das gerade gesehen. John Munich macht während des Lockdowns macht er jeden Tag um 18 Uhr ein Instagram Live und legt aus seinem Wohnzimmer auf. Das höre ich mir jeden. Deshalb war ich auch gerade ein bisschen zu spät. Sorry. Nein, ich bin Sportjournalist beim Norddeutschen Rundfunk, beim Fernsehen. Also so weit vom Sky Reporter ehrlich gesagt auch gar nicht entfernt. Und ich bin Schauspieler, genau, überwiegend für Fernsehen und ab und zu ist auch mal ein Kinofilm dabei, aber primär im Fernsehen, ja. Jerks, unter anderem, da kann man dich sehen. Und ihr seid, eigentlich ist es ein Wunder, dass ihr euch noch auf den Rasenfunk eingelassen habt, wahrscheinlich, weil ich die Anfrage rausgeschickt habe, bevor ihr den Mainstream erreicht habt. Ihr habt eine Folge zusammen mit den Gebrüdern Hummels aufgezeichnet. Und damit, also Podcast Mainstreamiger ging es, glaube ich, nur noch, wenn ihr was mit Oliver Pocher zusammen macht. Ja, das Oliver machen wir Pocher nächste Woche. Wollte ich auch gerade sagen. Mit Pocher und Knob. Matze Knob finden wir irre gut. Und der kommt bei uns als Kultkaiser vorbei und da freuen wir uns tierisch drauf. Das wird lustig. Und er bringt den Kult Klopp macht er aber auch, weil ich den so mag. Und Luca Toni bringt da auch mit. Also da freuen wir uns tierisch drauf. Und mit ganz viel Glück sogar Trapattoni, Flasche leer. Also da kann man sich auf was freuen. Aber auch da musst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, die Folge mit den Hummelsbrüdern ist jetzt auch nicht so, dass seitdem unsere Klicks explodiert sind. Also das ist bei uns alles im sehr, sehr bescheidenen Rahmen. Und hinzu muss man auch sagen, das ist auch keine Koketterie. Wir wissen tatsächlich auch nicht, wie unsere Zahlen so sind, so wie viele Leute uns hören. Also es gibt natürlich dann so Statistiken, aber die können wir, oder ich zumindest, ich check die auch nicht. Dann gibt es eine Statistik irgendwie über Soundcloud, dann gibt es aber auch Statistik über Spotify, dann ja auch noch. Ich nehme die höchste immer. Ja, und dann weiß ich aber auch nicht, ist diese eine Zahl jetzt nur für Spotify oder ist die von allen? Und dann gibt's ja auch, wie oft wurde der Link angeklickt? Aha. Also theoretisch, wenn du eine Folge mit zwölf Pausen machst, sind das dann 12 Klicks oder nicht? Logisch. Also wir machen. Sag uns du mal, Max, ehrlich. Von diesem Ganzen sehr frei. Wir wissen es überhaupt nicht, wie viel uns hören und können gar nicht sagen, dass jetzt die Hummels-Folge, die Folge mit den Brüdern Jonas und Mats Hummels, dass das jetzt der komplette Game Changer war. Auch das läuft irgendwie, glaube ich, im Rahmen unserer Community ab und da freut man sich und dann schreiben uns ein paar Leute, dass es toll war. Dann war es das aber auch wieder. Kein Anruf von Sport1. Aber auch nicht von irgendwelchen Hummels-Fans dann auf der Facebook-Seite gehijackt worden. Ich nehme einfach mal an, dass die noch Facebook verwenden, Hummels. Also uns folgt jetzt, glaube ich, die Fanseite von Mats Hummels, was ganz viel bedeutet. Sehr gut. Da kommt das Follow-up-Interview. Ja, ihr macht es natürlich ganz richtig. Auf alle Zahlen im Digitalen sind alle Schrott, kannst ja alle vergessen. Es sagt auch alles überhaupt nichts aus. Deswegen. Aber ist natürlich schon eine Wertschätzung, dass die bei euch zu Gast waren. Vor allem, weil ja dem vorausging, dass Mats Hummels euch als einen von drei Lieblingspodcasts genannt hat. Bei Instagram natürlich, wo auch sonst. Also quasi bei der Nachrichtenagentur der Fußballprofis, der modernen Fußballprofis. Und das freut einen dann ja schon, vermute ich. Die visuelle DPA der Fußballprofis, habe ich letztes Mal gehört. Genau, ja. Das stimmt auch. Ja, das klar freut einen das. Das ist natürlich so, aber umso mehr Spaß macht es dann, dass man dann mit denen zusammen irgendwie was aufnimmt. Aber ob einen das jetzt mehr freut, dass Mats Hummels einen mag, klar, der dann irgendwie postet das und das ist natürlich irgendwie ganz nett, aber genauso freut es einen. Hat es einen früher mal gefreut, weiß ich nicht. Wir wurden früher immer häufig gefragt, wen wollt ihr nochmal in eure Show haben? Und da, was Hendrik vorhin andeutete, unsere erste Show war halt recht klein mit drei Gästen, die man hier, ich sag mal, im Hamburger Fußballzirkus kannte. Mhm. Und
fünf Jahre später hatten wir irgendwie Jan Böhmermann, Ovo Mojela und Bjarne Mädel in einer Show irgendwie. Und da dachten wir so, ja, okay, geil. Wir wollten, mein Traum als Traum, was sind Träume, ne? Aber ich wollte immer gerne Mehmet Scholl. Das hatten wir auch, glaube ich, Henna probiert. Das gelang nie so richtig, aber so, wir hatten echt auch da immer Leute da, wo ich so dachte, ja, super, das macht Spaß, aber das waren weder Sprungbretter zu Sport 1 noch irgendwas anderes, sondern es macht einfach total Spaß so. Und klar freut es gewisse Leute dann in der Community. Aber trotzdem einmal, Max, das interessiert mich wirklich. Was ist denn dann der Messwert bei einer Podcast-Marke? Ist es dann die Instagram-Follower-Zahl? Sind es die Klicks bei Soundcloud? Oder plauderst du dazu sehr aus dem Nähkästchen? Nee, mir ist das alles egal. Ich kann euch alle Zahlen sagen, weil, also ich verstehe auch gar nicht, warum da immer alle so ein Geheimnis drum machen. Beziehungsweise ich verstehe schon. Nee, eben, aber welcher Messwert ist es tatsächlich? Naja, kannst du uns helfen? Die Leute nehmen Downloads. Willst du unser Jungfernmatt sein? Nee, auf gar keinen Fall möchte ich euer Jungfernmatt sein. die Leute nehmen Downloads, aber dann ist schon mal die Frage, was ist ein Download? Jeder misst einen Download anders. Dann gibt es da Vereinheitlichungsmodelle irgendwie. In den USA nimmst du halt meistens Stitcher und in Deutschland halt Spotify oder es gibt jetzt so eine Initiative von Podigy, wo auch der Rasenfunk ist, also das als Disclaimer, wir sind da, das heißt, ich könnte die allein deswegen ganz toll finden, aber die versuchen das zu vereinheitlichen und dann könntest du halt rein theoretisch sagen, diese Folge haben x Personen downgeloadet, aber ob das überhaupt Personen sind, ob die da überhaupt reingehört haben, ey, so. Keine Ahnung und ehrlich gesagt macht es tatsächlich nicht den Unterschied. Es macht den Unterschied halt für Werbekunden, deswegen sind die alle so scharf auf die Downloads, weil die brauchen eine Zahl für ihr Reporting, wenn sie irgendwie 1000 Euro ausgegeben haben für einen Spot, dann müssen die ja dann irgendwie messen, wie viele Leute das jetzt gehört haben. Für alle anderen sind die Zahlen völlig egal. Und wahrscheinlich ist die Zahl der Abonnenten auch ganz interessant, ne? Weil das heißt ja auch öfters, abonniert uns und so. Also wahrscheinlich ist diese Zahl dann auch irgendein Messwert für eventuelle Geldgeber, wie viele Abonnenten hat so ein Podcast, ne? Ja, es pusht dich halt in den Charts. Also wenn du 20 neue Abonnenten via iTunes hast, dann bist du da auf jeden Fall auf der 1. Und halt auch die Anzahl, wie häufig Rezensionen geschrieben werden und in welcher Geschwindigkeit. Deswegen sagt man das jetzt. Das haben wir hier am Anfang auch oft gesagt im Rasenfunk. Hinterlasst uns eine Rezension, damit ihr helft ihr uns. Das stimmt auch, dass man so Podcastern hilft. Aber irgendwann, ja, weiß gar nicht, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Irgendwann haben wir einfach damit aufgehört, weil ich mir dachte, naja, passt jetzt eigentlich auch. Also ich meine, wo will man denn hinwachsen mit seinem Rasenfunk oder mit seinem Doppel-6-Podcast? Das werden ja nie 5 Millionen Leute hören, vor allem wäre es ja dann wahrscheinlich auch tatsächlich gar nicht mehr lustig. Also ich glaube, ich könnte gar nicht damit umgehen, wenn es so viele Leute hören würden und dann ja auch darauf reagieren. Also passt doch alles so, wie es jetzt ist, finde ich irgendwie. Naja, auf der anderen Seite, Stichwort, wie heißen die noch, die beiden, die jetzt, Henna, die AOG? Gemischtes Hack, meinst du die? Gemischtes Hack, ja, genau. Die AOGs, okay, das sind ja quasi die AOGs des echten Lebens, sind ja gemischtes Hack. Genau, und da sagst du, oder das habe ich jetzt kürzlich auch gesehen, die machen ja so Hallen mit ihrem Live-Podcast von, weiß ich nicht, sag mal, 10.000 voll, 5.000? Nein, das stimmt nicht. Nee, ach so. Nein, also dann ist das nur der eine alleine. Genau, der eine alleine. Die zusammen machen nur 2-3 Termine im Jahr und dann meistens auf irgendwelchen Podcast-Festivals oder so. Aber der eine davon, der Felix Lobrecht, klar, der füllt die größten Hallen. Ja. Klar, ich meine, du kannst damit allein auch Geld verdienen. Also das geht schon. Ja, also gerade auch mit Touren, wenn du da muss ich euch ja nicht erzählen, ne? Ihr seid ja die Live-Spezialisten, aber es gab auch mal eine Phase, jetzt ist es interessanterweise vorbei, also noch vor Corona war es vorbei, jetzt würde ich es eh verstehen, wo sich auch relativ viele Eventagenturen gemeldet haben, die ganz tolle Idee hatten, den Podcast, also in dem Fall halt dann den Rasenfunk, auf eine Tour zu schicken, weil das zwischenzeitlich so ein Boom war. Damit konnte man tatsächlich auch als Podcaster ein bisschen Geld verdienen. Okay, also mit sogenannten Off-Air-Veranstaltungen, ja, okay. Aber wo du das vorhin angesprochen hast, also ob ein das stolz macht jetzt oder so, dass dann bei uns mal die Hummelsbrüder oder dass wir mit denen eine Folge gemacht hat. Ich finde, es gab schon Momente mit unseren Live-Shows, die Ole da auch gerade angesprochen hat, sei es dann irgendwelche Konstellationen oder Leute, die uns zusagen. Und da gab es, finde ich, im Laufe der Jahre schon wirkliche Peaks oder wirkliche Sachen, wo wir auch dachten, wow, dass die zusagen. Lass es ein Marco Bode sein, der irgendwie, glaube ich, zwischen Anfrage und Zusage war eine Stunde, die vergangen ist, wo der einfach meint, yo, ich komme vorbei. Wo wir auch denken, ey, jetzt kommt Marco Bode, den man irgendwie als ja immer als richtig guten Typen irgendwie abgestempelt hat mit, weiß ich, 350 Bundesligaspielen plus noch Länderspielen.
Spieler. Oder irgendwann auch Philipp Köster von den 11 Freunden, die du, Ole, glaube ich, seit 2005 abonniert hast, so, und ich eine Zeit lang auch jedes Mal gelesen habe, auch der kam vorbei. Also da gab es schon immer mal Momente, und für mich war tatsächlich ein recht bedeutender Moment, als irgendwann nach, ich glaube, wirklich 4 Jahre Anfragen Olli Dietrich zugesagt hat bei uns. Cool. So, weil ich da so seit Samstagnacht so ein riesen Fan von dem war. Und den haben wir, glaube ich, wirklich, es gibt so ein paar Leute, die haben wir wirklich über Jahre angefragt, und dann gibt es manchmal Absagen, wo man denkt, okay, das wird uns auch zu anstrengend, oder da fragt man vielleicht nicht wieder nach. Viele Grüße an Frank Rost an dieser Stelle. Ja, da kommen wir vielleicht später noch zu. Und bei Olli Dietrich war das einfach ein Management, und die hat immer jedes Mal geschrieben, ach nein, leider passt es nicht, aber frag doch wieder an. Leider passt es nicht, frag doch wieder an. So, und dann hat er uns zugesagt einmal, und das waren wir schon, ey, wow. Und dann mussten wir die Show absagen, weil das bei zeitlich bei Ole nicht ging, weil er mitten im Film über Franz Beckenbauer war. Mhm. Und dann haben wir die Show nachgeholt und haben dann halt wieder geschrieben, ja, die Show fällt aus, aber unsere nächste Show ist jetzt am, was weiß ich, Juni oder so. Und dann hat er dafür zugesagt dann. Und cool. Das fand ich, das war für mich tatsächlich vielleicht bisher der, weil das war wirklich so ein Kindheitsheld, den ich humormäßig wirklich super finde. Und ja, das war dann schon ein schöner Moment, dass der dann plötzlich zu uns einfach auf die Bühne kommt, ja. Mein Pendant ist da, wie gesagt, Frank Rost, also Kindheitsbaum technisch, auch humoristisch dann, ja. Aber es hat nicht geklappt. Ja, aber das mit dem Dranbleiben, das kenne ich. Ich hatte einmal die Geschichte, dass ich einen ehemaligen Bundesliga-Profi angefragt habe, wo es schon gar nicht so einfach war, an eine Kontaktperson zu kommen, also der jetzt nicht so dick vermanaged ist, sondern, naja, will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, dann kann man Rückschlüsse ziehen. Und den habe ich im März angefragt mit einer sehr ausführlichen E-Mail, wo ich auch, ja, auch glaube ich, auf die richtigen Knöpfe gedrückt hatte. Und dann kam zurück, ja, herzlichen Dank für Ihre Anfrage an Herrn Blablabla. Aber leider hat er für 2018 keine Termine mehr frei. Und das war im März. Aber ja, klar. Ja. Und dann habe ich mir tatsächlich eine Erinnerung gesetzt im Kalender auf den 01.01.2019 und habe dann, erst habe ich sogar überlegt, ob ich die E-Mail schon vorformatiere und sie um 0.01 Uhr losschicke. Habe es dann aber doch erst dann vormittags gemacht, habe dann auf diese E-Mail nicht reagiert und erst dann am 01.01.2019 habe ich als Antwort geschrieben, so, dann würde ich jetzt nochmal den Versuch für 2019 starten, aber es war schon auch eher, naja, also. Kleiner Spaß, ja. Ja. Du weil weißt haben wahrscheinlich jetzt aber auch ganz schön was. Du triggerst aber jetzt natürlich ganz schön was, ne? Also du kannst uns natürlich als Quizzer, was die Ex-Fußballer angeht, was kannst du uns nicht sagen, ich habe XX, ja genau, ich habe XXX angefragt. Das ist natürlich, ich kann verstehen, dass du ihn nicht nennen willst, aber da triggerst du natürlich bei uns. Das ist nicht fair. Ja, ich habe schon so ein paar Namen hier liegen. Ja, off-air kann ich es euch sehr gerne sagen, aber on-air wäre es halt auch so ein bisschen ungerecht, weil ich lasse ja dann jemanden im schlechten Licht erscheinen, obwohl der wahrscheinlich ja sogar nie von der Anfrage gehört hat. Das wird ja wahrscheinlich sogar weggehalten worden sein von ihm. Und dann kann er ja auch nichts dafür, wenn irgendjemand anders halt für ihn sagt, ey, sorry, aber 2018 sind wir schon voll. Also deswegen. Ja, ich vermute einfach mal, es geht um Altin Lala, aber das ist nur einfach so aus dem Bauch raus. Damn it! Ich hätte Vinicius Bergantin gesagt. So 96 wird es sein, das ist ja sicher. Max hat ja so eine ganz innige Liebe zu 96, zu den Roten, das wissen wir. Ne? Ja, genau. Ich finde eigentlich die beste Sache ist immer, wenn es über eine PR-Agentur geht, über eine Agentur, und man fragt irgendwie, könnte es sein, am 18. Mai machen wir eine Show, und dann kommt irgendwie 6 Wochen nix und dann einfach so ein Einzeiler. Wann ist das? Wann ist das nochmal? Sowas. Und dann, ja, ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Wo man nochmal nachgehakt hat. Ja. Vielen Dank aber für geil. Die Rückmeldung. Ja, und dann, super dann war einfach, bei uns. Nee, geht nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Wir hatten auch mal, wir spinnen dann ja auch rum und bewegen uns eher im Hamburger Kreis, weil wir in Hamburg dann aufgetreten sind und auch noch auftreten, wobei jetzt ohne Gäste, aber damals noch immer mit Gästen, da habe ich dann irgendwann gesagt, ey, lass uns Silvi Mais anfragen, scheißegal. Manchmal wundert man sich, wie Henna ja vorhin selber sagte, auf einmal sagen sie, ja, komm ich rum und so. Mhm. Und ich hatte total Bock, Silvi Mais auf der Bühne zu haben, weil ich das auch spannend gefunden hätte, gar keine Frage. Ein Dream von mir war auch immer Kerstin Lasogga, hat sich auch nie wirklich ergeben. Aber bei Silvi Mais, Henna, das war wirklich, weißt du, erinnerst du das noch? Wir waren bei dir im Büro und ich habe
die Mail auch formatiert, man hat ja seine Entwürfe da und schickt das dann ab. Und ich glaube, weißt du, dieser Swoosh vom Rechner so, die Mail war raus, bling. Sehr geehrtes Doppelsechs-Team, Frau Mais kann leider an der, vielen Dank für Ihr Interesse, vorgefertigt. Also wirklich, die Mail konnte noch nicht raus sein, da war die Absage von Frau Mais schon da. Ja. Und das, was uns natürlich total verwundert hat, wir haben natürlich einen spitzen Link mitgeschickt und der Link dauert alleine 7 Minuten. Und dann mussten wir natürlich eigentlich nochmal nachfragen, weil theoretisch war es gar nicht möglich, das Material komplett zu sichten. Und dann natürlich haben wir überlegt, Frau Mais, haben Sie keinen Vimeo-Account? Genau, war dann natürlich unsere Überlegung, da nochmal nachzufragen, ob der Link vielleicht nicht funktioniert hat. Wir könnten alternativ, hätten wir auch nochmal weitere Formatierungsmöglichkeiten. Dürfen weil wir das dann stutzig wird. Ja. Sehr geehrte Frau Mais, haben Sie WeTransfer? Genau. Installieren Sie doch mal den Flash-Player, dann könnten wir ihn auch noch. Genau. Wir hätten vielleicht aber Betreff auch nicht Calibula Rus schreiben sollen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das Thema. War ein bisschen doof, ja, genau. Ja. Aber ja, da hat klar, sich doch jetzt so auch für mit Instagram für euch alles verändert, oder? Weil da hat man ja tatsächlich einen direkteren Draht zu vielen Spielern. Ja, das haben wir aber auch, wo du vorhin angedeutet hast, wir sind immer gegen unsere Zeit, jetzt machen wir ja keine Show mehr mit Gästen, jetzt sind ja nur noch wir beiden da. Also haben wir jetzt momentan dieses Anfrage-Game gerade nicht, aber grundsätzlich hast du natürlich recht und mich wundert das auch immer, dass Ole hat auch ganz oft dann, wir sind ja toll vernetzt, Ole hat auch ganz oft Leute über WhatsApp angefragt, wo ich immer dachte, ey, man kann nicht über WhatsApp Leute anfragen, man muss immer über die Mail gehen. Logisch, easy. Genau, und Ole meinte immer, nee, Alter, was weißt du? Ist denen viel lieber, als wenn du sie anrufst oder so. Genau. Und so, das weiß ich auch noch, das war auch mal völlig, also was uns auch völlig überrascht hat. Didi Beiersdorfer war das. Ja, Didi Beiersdorfer war das. Ja, Didi Beiersdorfer ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber über WhatsApp hat uns plötzlich einfach so Mirko Slomka, sehr geehrter Herr Zeisler, ich komme gern. Wo wir auch ja, so waren, stimmt. Alter, jetzt kommt Mirko Slomka zu uns, der weiß überhaupt nicht, was wir machen. Ne? Und ja, das war eher so ein Gefühl, das meine ich auch so, es war jetzt, also genau bei dir mit Olli Dietrich, das verstehe ich auch, ich habe nie irgendwie, oder irgendwann so auch bei Marco Bode habe ich mich einfach gefreut, weil ich den Typen mag, ja. Aber es war eher auch so ein bisschen so, und das war bei Slomka dann auf der Bühne auch wirklich ein bisschen krass, weil der wusste, der dachte irgendwie, ja geil, das ist irgendwie für mich wieder ein Sprungbrett, um irgendwie bei Apoel Nicosia einen Job zu kriegen, irgendwie so ungefähr. Sowas dachte der, ich bin da irgendwie im Live-Chat mit Ricardo Basile und kann sagen, ich bin gerade frei zu haben. Die haben ja was komplett Awkwardes anderes gemacht. Also am Ende musste der eine Weihnachtsgeschichte mit einem Pudel aufsetzen und was weiß ich, egal. Also irgendwie out of the range so ein bisschen. Und der meinte in der Halbzeit, wir haben immer zwei Hälften gemacht und in der Halbzeit im Backstage-Raum, hui, das ist aber schon ein bisschen anders, als ich gedacht hätte. Und so lief das dann eher ab. Weil du hast ihm, glaube ich, die hervorragende Frage gestellt. Ich glaube, du bist die Aufstellung durchgegangen, irgendwie beim Champions-League-Halbfinale 2009 Schalke gegen Barcelona. Und ich glaube, deine Frage war, wie man Heiko Westermann auf Lionel Messi und Samuel Eto'o einstellt. Ja, genau. Also eine völlig berechtigte Frage. Völlig berechtigte Frage. Und ich glaube, da hat er kurz rumgedruckst, aber hatte dann die sehr gute Antwort. Beten gesagt. Ja, stimmt, richtig. Da war gut. Ja. Da war ganz gut. Und mit Dietmar Beiersdorf, der war damals beim HSV, ich weiß gar nicht, was war der, Vorstandsvorsitzender oder so. Ja, ja. Wie auch immer. Und wir haben auch probiert, den anzufragen, mehrmals. Und Ole hatte dann auch die Nachricht von dem. Und wir haben ihn einmal angefragt, keine Reaktion. Zweimal angefragt, keine Reaktion. Dreimal angefragt, keine Reaktion. Und dann aus dem Nichts, irgendwie 3 Monate nach der Show. Am 23. Dezember. Also wirklich die Show schon längst vorbei, schreibt Dietmar Beiersdorfer. Sehr geehrter Herr Zeisler, leider konnte ich Ihre Anfrage nicht annehmen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Tage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir waren so, what? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Also das sind aber eigentlich die schönen, also diese ganzen Sachen, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Nebenaspekt von diesem ganzen Projekt Doppelsechs. Einfach nur, was für Begegnungen man hatte, Begegnungen sowohl auf der Bühne, mit Gästen auf irgendwie, was sich danach noch ergeben hat oder eben auch nicht. Und ja, das sind eigentlich auch sehr schöne Momente, die dieses ganze Fußball-Entertainment-Projekt so mit sich bringt. Ja, mein Lieblingsmoment ist ja, also ich hatte zwei Erkenntnisse jetzt innerhalb des letzten Jahres. Die erste Erkenntnis war, es ist unglaublich einfach, an Handynummern ranzukommen von Spielern, Verantwortlichen und so weiter. Ich hatte mir das immer viel, viel schwieriger vorgestellt, aber
Meistens hast du schon beim ersten Kontakt, den du fragst, kriegst du die Nummer geschickt, spätestens beim dritten klappt es dann. Und dann ist mein Lieblingsmoment, wenn man eine Anfrage rausschickt und die einen ja noch nicht kennen und in der Sekunde, in der sie die Nachricht lesen und es akzeptieren, kann man dann das WhatsApp-Profilbild sehen. Und ehrlich, das hat mir manchmal schon gereicht. Also da dachte ich mir, ich will jetzt auch gar keine Sendung mehr. Das war jetzt einfach auch schon mal einfach nur wert zu sehen, wie sie sich bei WhatsApp darstellen. Also auch erschreckend viele Kinder der Leute gesehen, aber gut, da denken die halt nicht drüber nach, dass dann jeder Hinz und Kunz. Ja, das stimmt. Aber was du sagst mit den Handynummern, da gebe ich dir total recht. Das ist aber tatsächlich zweierlei. Also will sagen, wenn ich als Ole Zeissler, renommierter Chefredakteur von Doppelsechs, anfrage, also ne, hätten Sie oder hast du Lust, in unsere Show oder eine Aufnahme zu machen, Gott weiß was, so was man in den letzten Jahren halt immer mal so angefragt hat? Ja. Wenn ich aber als Innung den NDR hinter mir habe, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da geht es natürlich immer nur, und egal, ob du bei der BG Göttingen in der zweiten Basketball-Bundesliga, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, bist, oder beim HSV, beim großen HSV, wenn du da den Pressesprecher umgehst, oder auch bei St. Pauli, ja, da gut, hatte klar. Man immer mal die Handynummern, ne? Aber das finde ich immer ganz spannend, und deshalb mochte ich immer dieses andere Anfragen viel lieber als dieses, ich sag mal, sehr obligatorische, wie man es eben eigentlich macht. Aber ich gebe dir recht, als, ich will jetzt nicht sagen Einzelperson, aber als so ein, ich nenne es mal bewusst jetzt Leidenschaftsprojekt, das kommt auch immer besser an. Und deshalb hat uns irgendwann, wie wir gerade so ein bisschen andeuteten, auch so zwar schon immer wieder überrascht, ah cool, der sagt zu, aber so ein bisschen auch, das ist ja auch so ein bisschen, jetzt nicht Indie, wir übertreiben ja bewusst mit Indie, aber das war auch immer, jetzt überspitzt gesagt, ein bisschen cool, sich bei sowas sehen zu lassen, bei sowas mitzumachen, als vielleicht, ich sage jetzt bewusst, im verstaubten linearen Fernsehen ein Interview zu geben, ne? Und ja, wir hatten natürlich von der Konstellation haben wir natürlich manchmal Glück, dass Ole mitunter schon mal irgendwie einen Erstkontakt durch seinen Beruf hatte, und wir haben ja probiert, immer eine Mischung auf der Bühne zu bekommen, also dass man nicht drei Fußballer hat, sondern halt Fußball, Fun und Action, also möglichst irgendwie einen aus dem Fußball, einen aus dem Entertainment und einer und noch Jürgen irgendwie Klopp. Und ja, wie auch immer, genau. Und da hatte Ole manchmal natürlich irgendwie Kontakte, da an Nummern ranzukommen. Und ich habe natürlich dadurch manchmal, ja, Schauspieler oder wie wir eben Jan Böhmermann vorhin kurz angesprochen haben. Das sind dann manchmal einfach glückliche Konstellationen, wodurch da manchmal gute Mischungen auf der Bühne entstanden sind. Aber naja, wie es halt ist, das geht halt mal gut, und manchmal lernen die sich halt auch die ganze Zeit auf der Bühne kennen und wissen nicht so richtig, wo sie waren. So. Ole, warst du eigentlich der Seuchenvogel? Habe ich das richtig verstanden, so wie ihr immer das beschrieben habt, oder möchtest du da nicht mehr drüber reden? Ich weiß nicht, worauf du. Ich bin der gerne, aber sag, wo ich der sein soll. Kein Problem. Klopps Seuchenvogel. Wurdest du. Ihr habt da mal drüber geredet. Jürgen Klopp hat auch mal einen Journalisten angefahren. Nee. Ah, okay, dann war das nur ein Witz, den Hendrik gemacht hat, den ich dann falsch verstanden habe. Ach so, nee, das war ein Kollege vom SWR. Ja, 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 okay. Ich weiß, was du meinst. Ja, wo der Klopp ihn so finster in einer Mixzone stehen lässt. Bei Mainz war das jetzt sogar noch, ne? Ja, genau. Oder? Also beziehungsweise er war da als Dortmund-Coach und sie haben in Mainz verloren und es ging um oder so rum, ja, genau. Also ich wäre der Mensch gerne gewesen, aber ich kann damit nicht dienen. Nein, nein, nein. Sorry. Ja, aber sagt mir mal, wie viel wird gegoogelt in euren Sendungen? Denn ich finde das unglaublich, dass ihr euch an so viele Spielerkarrieren, Spielernamen erinnern könnt. Und manchmal habe ich so eine leise Ahnung, aber mein Fußballhirn tickt da anders. Ich habe auch nie Panini und so weiter gesammelt, das kommt damit dazu. Aber ich erinnere mich manchmal an Momente, aber ganz selten so an Personen. Und bei euch ist das ja genau umgekehrt. Bei euch ist es ja quasi ein Name-Dropping des Mittelmaßes. Beziehungsweise eigentlich der Spitzenklasse, aber halt oft nicht in fußballerischen Dingen Spitzenklasse, sondern die anderen Aspekte, die man so als Fußballprofi auch hat. Wie viel davon habt ihr im Kopf? Ja, ich versuch's mal. Also gegoogelt wird, glaube ich, ehrlich gar nicht so viel. Und ich finde, man merkt dann schon, dass es, wie sagt man, Schwarmwissen? Ne, Nischenwissen ist es ja, Nischenwissen. Behaupte ich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Aber ich glaube, wir haben eine große, große Liebe für dieses Mittelmaß. Für diese Spieler, die so, ich sag mal, 150 Spiele hatten Mitte der 90er, keinen Meistertitel, auch gern im defensiven Mittelfeld auf der Doppelsechs, gespielt haben. Und die
die einfach eigentlich nicht viel ausgesagt haben und die natürlich heute gefühlt eine Lotto-Annahmestelle haben. Das klingt jetzt sehr fußballromantisch, vielleicht ist es das auch. Aber ich glaube, Hendrik und ich haben über 10, 15 Jahre, einen Tacken älter bin ich, aber so über eine gleiche Epoche, gerade über diese RAN-Epoche und etwas später, ich würde mal versuchen, es zu greifen, ich von 90, Henner von 95, verbessere mich, Hendrik, und bis eigentlich, ja, 2015, ich glaube, irgendwann nahm es auch ab, aber haben wir fast alles geguckt und alles meine ich nicht jetzt jedes Spiel von 1 bis 90, aber jede Sportschau, jedes Ranissimo. Oh, geil. Nein, aber, und ich glaube, wir haben da ein großes Vokabular an Spielern und eben nicht die, die top sind und über die alle sprechen. Und irgendwie ist da so eine Liebe zu so Durchschnittsprofis entstanden, die einem aber auch immer wieder so random einfallen. Und dann muss ich schon sagen, wenn mir dann dieser Name einfällt und ich denke, hey, Markus Kranz, dann google ich natürlich schnell, gucke, was der heute gemacht hat und dann gehen wir gemeinsam die Vita durch. Es ist eher so, man schmeißt was rein, man hat auch ein Bild vor Augen, man kriegt auch so ein bisschen über Halbwissen die Station oder die bekannteste Station hin, vielleicht ein Tor und dann war es das. Aber wirkliches Wissen, so würde ich es jetzt sagen, ist es gar nicht, aber es sind viele Spieler dabei, die wir einfach ja lieben, dieses Mittelmaß, ja. Aber es geht nicht nur ums Mittelmaß, also wir können auch eine riesige Freude an Gabriel Batistuta entwickeln, so, ne? Also das ist jetzt gar nicht immer so, dass das so das Kerngeschäft ist. Ich glaube, es ist eher, dass man absolut fasziniert ist von diesem Wissen, wie es Ole eben genannt hat, was man mal gelesen hat über einen Spieler, was man mal mitbekommen hat. Und da haben wir anscheinend irgendwie einen ziemlich großen Speicher. Und warum aber man manches noch weiß, da sind wir selber oft überrascht. Zum Beispiel haben wir ja in einer der letzten Folgen, wo du es schon angesprochen hast, mit den Hummelsbrüdern so eine bajuwarische Traumelf gemacht. Ja. Plötzlich nennt Ole den Namen Toni Sané. So, also das waren nur Spieler, die mal bei Nürnberg, Augsburg 1860, glaube ich, Fürth gespielt hat. Nee, Fürth nicht, aber also so, genau, so eine Elf zu stellen. Und dann dachte ich sofort, Toni Sané, der war doch bei Nürnberg und vorher noch bei der Hertha. So, und woher man aber das dann noch weiß, dass der da, weil der hat ja, glaube ich, wirklich nicht viele Spiele gemacht und so, da überrascht man sich dann immer mal wieder. Und dann kommt halt der Spaß dazu, jetzt vielleicht nicht bei Toni Sané, aber bei anderen Spielen, Alter, was macht denn der jetzt? Und dann gibt es natürlich einen großen Fundus irgendwie von hat nochmal die Tour gemacht, Dubai, die Schweiz, Panathinaikos Athen, Trabzonspor 2 und ist dann wieder gelandet bei seinem Heimatverein irgendwie. Aber da nur auf Laie. Ja, genau. Und dann siehst du irgendwie, und da gibt es aber so sämtliche Varianten, die lustig sind. Es ist auch lustig, dass Giovane Elber nochmal bei Gladbach war. So, ja, und da nichts mehr gerissen hat. Absolut. Und wir lieben das auch, wenn es angenommen wäre bei Giovane Elber, der wäre dann angenommen gewesen nochmal bei Gladbach und macht dann da irgendwie 10 Spiele, ein Tor. Und angenommen, er wäre dann aber nochmal gegangen nach Al-Sadd, so für 2 Jahre oder sowas. Also sowas lieben wir halt auch. Und ich habe jetzt gerade, und das sind manchmal so schöne Geschichten, die sich so ergeben. Jetzt war ja gerade Ostern und dann dachte ich, machen wir auf Instagram eine Geschichte über das Häschen, also über Javier Saviola. So, und dann landest du bei Javier Saviola auf dem Instagram-Account und plötzlich gibt es ein Bild von ihm von Barcelona Legends, also wo er da steht als Barca-Legende und die andere Barca-Legend ist Juan Pablo Sorin. Und da denkt man auch, okay, der würde einem jetzt als Barcelona-Legende nicht unbedingt als erstes einfallen, weil den hat man in Hamburg immer noch an Erinnerung, dass der zum Medizincheck kam ohne Knie. So, aber man hat ihn durchgewunken, weil man da irgendwie einen argentinischen Nationalspieler hatte. Und dann guckt man sich die Karriere an von Juan Pablo Sorin und dann merkst du, ja, stimmt, der hat auch mal 6 Spiele für Barcelona gemacht, so ungefähr. Ne? Wahrscheinlich war die Netto-Spielzeit 21 Minuten in diesen 6 Spielen, aber der darf nun auch das Barcelona-Trikot bei irgendwelchen Legendenspielen tragen. Und solche Geschichten lieben wir halt, ne? So, und da gibt es wirklich über die Jahre einen unfassbaren Fundus. Das sind natürlich auch diese Wikipedia-Schleifen, in die man manchmal reinfällt, weil dann schaut man sich ein
einen beliebigen Fußballer an, dann klickt man auf Trabzonspor 2, da kennt man dann irgendjemand anderen und so kommst, und dann kommst du 3 Stunden später, guckst du aus dem Fenster, es ist dunkel geworden, die Kinder haben nichts zu essen bekommen, sitzen weinend vor dem leeren Teller. Ja, aber auch völlig zu Recht haben die nichts zu essen bekommen, das muss man ganz klar sagen. Also Trabzon 2, das schlägt alles und es gibt so eine, wie du sagst, ich finde, es gibt so eine Checkliste. Also dann hast du meinetwegen Anthony Sané oder Anton Labak oder irgendwie sowas und denkst, ey, der war doch geil. Dann geh erstmal Wikipedia, gehst die Vita durch, mit wem hat der gepölt und so weiter. Dann checkst du, ist der bei Insta? Was macht er heute? Wie sieht der aus? Wie sieht der aus? Ne? Und dann denkst du auch, Mensch, von welchem Bus bist du eigentlich gefallen? So ein bisschen ist es dann auch ja häufig dann Wikipedia-Bilder. Ist ja eine neue Liebe von uns, die Wikipedia-Fotos. Die müssen ja immer so rechtefreie Bilder sein. Großartige Bilder sind dabei. Und dann gehst du natürlich auch nochmal klassisch, wie wir sind, zu YouTube. Best Goals Anton Labak, ne? Da guckst du dir natürlich die 7 Minuten auch nochmal an, ist ja auch klar. Also das gibt so eine Checkliste und das macht irre Spaß. Und was, also Ole geht manchmal noch ein weiter, wenn wir, mittlerweile machen wir ja, wie wir es vorhin angedeutet haben, nur noch, also unsere Shows sind mittlerweile nur noch wir beiden eben und da zeigen wir eben, arbeiten wir auch mit Videos und Ole liebt es dann, angenommen Daniel Luboja beim HSV, dann landen wir bei Daniel Luboja und dann gibt es irgendeinen Typen, das ist dann irgendwie Kiki 59, die hat dann irgendwie so Best Goals von Daniel Luboja, so, und das sind dann irgendwie so mit schlechten Bildern, mit einer Techno-Musik irgendwie drunter und Daniel Luboja irgendwie macht 2 mit dem Knie und einmal köpft er einen irgendwie 10 Minuten, aus 3 davon Metern. Sind Wiederholungen. Ja. So, genau. Oder auch mal Slow Motion, wie ein Abschluss knapp vorbeigeht oder sowas. Und da darf man die Visual Effects darf man in diesen Videos auch nie verachten, also, muss man auch also ganz sowas, klar sagen. Ne? Sowas liebt Ole und dann musste ich Ole mal bremsen, weil er dann manchmal so guckt, alles klar, wenn Kiki 49 irgendwie Video Best of von Daniel Luboja macht, was macht die denn sonst so für Videos? Und dann landet Ole plötzlich beim Account bei Kiki 49 und da sind dann irgendwie noch 2 Videos, wie sie irgendwie am Ostseestrand Quad fahren und ein anderes, wie sie ihre Hamster füttert. Und da meinte, ey, die Videos müssen wir alle abspielen live. Und da meinte, muss ich immer sagen, es ist Basis Gold, aber jetzt muss ich dich bremsen. Wir spielen live nicht 10 Minuten Kiki 49 Video-Content bei uns ab. Also diese Schleife gibt es bei uns auch noch. Ja, das stimmt. Und einmal durfte ich aber, ich meine, das hast du auch mit abgesegnet, da haben wir einmal so ein Marcelo Bordon Fanvideo gezeigt. Ja. Das waren nur Bilder wie Marcelo Bordon, der ist ja bei seinem Abschiedsspiel auf einer Harley in die Arena reingefahren. Allein dieser Blick dabei und diese wehende Matte hinten. Und darunter lag die Musik auch, ich sag mal, von Kiki 69 dann oder so, ne? Lag die Musik von R. Kelly, I am the world's greatest. Es ist großartig. 170 Klicks, aber ich bin 100 von diesen Klicks gehen auf mich, wirklich. Und von diesen 100 Bildern, die dabei waren, waren 56 von Bordon, nur Tränen in den Augen, großer Blumenstrauß. Ja. Dann hatte der diesen Hulk Hogan Bart oder was das war. Die Haare, richtig. Alle, also purstes Gold. Und wo du vorhin noch, das war nämlich auch nochmal ein Video oder eins, was wir auch geliebt haben. Denn kurz, wirklich ganz kurz, nachdem Mirko Slomka bei uns in der Show war, wurde der Trainer vom KSC, ne? Ganz kurz danach irgendwie. Vom KSC. Also doch, und ich glaube, der hatte Doppelsechs. Absolutes Sprungbrett. Absolut, komplett. Und ich glaube, der hatte dann 6 Spiele, 1 Punkt und dann wurde er wieder entlassen. Ne? Ich glaube, so ungefähr war die Bilanz. Und dann hat er auf Instagram, gab es irgendwie ein Bild von ihm oder irgendein Urlaubsbild und dann gab es einen Kommentar von irgendeinem darunter, sie haben einen riesen Job beim KSC gemacht. So, also das sind immer so auch so Social-Media-Momente oder so Momente von irgendwelchen Leuten. Das ist unser Feld, ne? Das lieben wir. Aber könnt ihr denn eigentlich mit dem modernen Fußball noch irgendwas anfangen? Weil ihr hängt ja quasi vom Wissen her hängt ihr in den 90ern, 2000ern und beim aktuellen hängt ihr auf Instagram. Hat ja beides nicht mit dem aktuellen Fußball zu tun. Also ich kann dir immer noch locker den Kader von Arsenal gegen Tottenham kann ich dir von jedem aktuell 20 bis 25 Spieler nennen. Das geht schon so. Also bei mir spitzt sich das tatsächlich ziemlich auf den Spitzenfußball rum, weil ich da total faszinierend bin von dem Niveau. So, also man verachtet vielleicht, ja, das probiere ich alles zu gucken.
So, und da bin ich wirklich fasziniert, da ganz simpel davon, wie gut die sind und wie das mittlerweile kannst du jeden Verteidiger halb hoch anspielen, der kriegt den Ball verwertet, was die für ein Tempo haben. Mal völlig davon abgekapselt, was das alles für ein schlimmes Spiel ist, gerade wenn man irgendwie Football Leagues gelesen hat, wie furchtbar das alles ist. Aber ich habe immer noch, und deswegen hat man sich ja auch noch nicht abgewendet von diesem ganzen Fußball, immer noch eine tiefe Liebe und Faszination für das Spiel, aber es begrenzt sich bei mir tatsächlich dann auf gewisse Top-Spiele, ja. Und Uli, wie ist es bei dir, oder kannst du da keine offizielle Aussage zu machen, weil du Sportjournalist bist? Nee, ach, natürlich, ich kann das wirklich nicht abschließend beurteilen für mich selber. Ich stelle mir häufig die Frage, wie es aussähe, wenn ich diesen Job nicht hätte. Also, weil letztendlich bin ich, wenn man so will, gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, dafür zu interessieren, teile. Aber was Henna sagt, die Liebe zum Spiel, also ich habe selber 25 Jahre gepölt, wahnsinnig erfolgreich natürlich, und wenn man selber lange Fußball gespielt hat, dann mag man das ja, also dann mag man das schauen, deshalb gucke ich auch immer noch gern Tennis, ich habe ähnlich lang Tennis gespielt, aber ja, moderner Fußball, das sind Begrifflichkeiten, wo fängt das an, wo hört das auf, ich behaupte so ein bisschen Markstein ist so ein bisschen 2006, aber das wollen wir jetzt vielleicht nicht hier eruieren. Ich stelle mir aber häufig die Frage, wenn ich diesen Job nicht hätte, wie es dann bei mir aussähe, also ich muss schon sagen, dass ich gerne auch immer noch, weiß nicht, Champions League Halbfinals mit Freunden in einer guten Bar hier in Hamburg gucke, das macht mir Spaß. Aber ich habe leider auch ein paar Seiten mitbekommen durch meinen Job, die ich dann abtörend finde, aber die auch viele andere auch mitbekommen, sicherlich, die auch abtörend sind. Deshalb kann ich das abschließend wirklich nicht sagen, aber ich freue mich dann auch über ein gutes Spiel aus England, wo richtig Tempo drin ist, das gucke ich mir dann auch an. Ich bin aber auch der Typ, der sich dann aber auch wieder in einen Zweitliga-Profi von Sandhausen verliebt, der irgendwie nur 3 Einsätze hatte, den man mal irgendwie so scannt und denkt, ja, irgendwie bist du geil, weil irgendwie, ja, so richtig ist nicht klar, ob du den richtigen Berufszweig gewählt hast, weil wo soll das noch hin mit dir? Und dann merkst du, mit 28 hat er die Karriere beendet. Für sowas habe ich eine große Liebe und natürlich die Geschichten dahinter, aber das ist durch meinen Job natürlich irgendwie auch bedingt. Ja, ich finde das interessant, weil irgendwie habe ich das Gefühl, jeder, der so aus unserer Generation kommt, der Fußballfans, also bei mir ist auch so, erste Saison, die ich so richtig mitverfolgt habe, ist 93, 94, 94, 95, so ging es bei mir los. Dass diese Generation an Fußballfans, und das gehört ja auch, wahrscheinlich wird sich auch die Hörerschaft von euch und vom Rasenfunk auch zu großen Teilen in dieser Alterskohorte bewegen, dass man da so einen gewissen Eskapismus haben muss, dass man das aktuelle Fußballgeschehen noch erträgt. Und entweder ist der Eskapismus, dass du dich komplett auf deinen Verein konzentrierst und alles andere ist dir völlig egal. Oder so ein bisschen, das ist ja der Rasenfunk-Ansatz, komplett auf das Spiel. Und das Spiel wird ja immer geil bleiben. Und dann blendet man aber andere Dinge aus, die zwar auch behandelt werden, aber halt vor allem diesen ganzen Boulevardkram, den lasse ich ja weg, weil er mich auch wirklich überhaupt nicht interessiert. Und bei euch ist es ja dann so ein bisschen ähnlich eigentlich. Also wenn ihr vom Spiel selber erzählt und die einzige Extra-Ebene, die bei euch mit dazukommt, ist noch Instagram. Das würde ich halt ehrlich gesagt, ich würde das nicht ertragen. Also ich bin auch mal eine Zeit lang, wie heißt die Tochter von Kerstin Lasogga, da bin ich gefolgt, auch bin durch euch auch irgendwie drauf gekommen. Mimi Lasogga. Ja. Mimi Lasogga. Die in Würzburg im Autohaus gearbeitet auch nicht hat. Der Tochter, aber du folgst auch nicht der Tochter von Michael Preetz, das ist aber... Nein, ich ertrage sowas nicht. Ich ertrage sowas wirklich nicht. Ja, natürlich ist das Autounfall, müssen wir doch gar nicht drüber reden, Max. Aber irgendwie ist da bei uns vielleicht die Schmerzgrenze ein bisschen weiter, das ist das eine. Und klar füttern wir auch unser Produkt, wenn ich es mal so nenne, irgendwie damit. Aber Eskapismus... Entschuldigung, aber mittlerweile kriegen wir auch viel geschickt. Also mittlerweile haben wir so eine Community, die macht uns dann auch aufmerksam, wenn irgend... Also jetzt nur mal so, dass Ina Aogo schwanger ist, habe ich nicht mitbekommen. Ah, krass. Hat uns jemand geschickt und dann merkst du ja, okay, das hat sie vor acht Posts irgendwie öffentlich gemacht. Also so ist es nun auch nicht, dass man da jede Stunde da die Storys guckt. Da muss man sich schon auch frei von machen. Und wir haben aber mittlerweile irgendwie so ein paar Leute, die machen uns auch sehr viel aufmerksam. Und dadurch kriegt man dann auch Sachen mit. Aber Entschuldigung, Ole, Man muss ja, ich finde das mit dem Eskapismus einen guten Punkt, weil man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, dass wenn man dann irgendwie nur noch über Anton Labak und Laurentius Regekampf spricht,
dass man aufpasst, früher war alles besser. Und da muss ich immer mehr drüber nachdenken. Und dann denke ich aber stimmt auch, was den Fußball angeht. Es stimmt schlichtweg. So nehme ich es wahr. Also natürlich ist alles viel zu pauschal, aber sehr, sehr, sehr vieles aus meiner Sicht. Und interessanterweise, ich schneide gerade einen Film, der läuft nächsten Sonntag. Der hat den Titel "Das Spiel musst du gesehen haben". Und ein Kollege und ich sollten uns auf 10 oder 12 Spiele einigen, die wir unserer Meinung nach gesehen haben müssen. Es geht so ein bisschen in die Richtung, in der sich Doppelsechs auch bewegt, weil ich wollte bewusst, der Kollege sagte, ja, 7-1, Brasilien, Deutschland. Hat er natürlich recht, so vom Ding, ne? Aber ich habe dann auch mal gewählt, nee, ich habe dann zum Beispiel auch gesagt, was ich total gerne mir nochmal angeguckt habe letztens, ist der Wechselfehler von Otto Rehagel, wo Hani Ramsi auf einmal der Muskel zumachte auf dem Platz. Ihr erinnert euch sicher. Ja. Übrigens grandios, Hendrik, wollte ich dir noch sagen, von Jörg Dahlmann kommentiert. Und das meine ich wirklich ironiefrei. Und dann ist aber auch so ein Ding, mein erstes Stadionspiel, 92, Gladbach-Kaiserslautern. Also es ist immer so eine Mischung aus Opa erzählt vom Krieg, aber ich glaube, dass sich ganz, ganz viele an die Zeit gern zurückerinnern, wenn nicht gar nach ihr sehnen. Und ich glaube, ich habe mal mit Philipp Köster da auch drüber gesprochen, man ist immer in so einer Rolle, man verteidigt das Alte und stemmt sich gegen das Neue. Das ist nie eine sexy Rolle, das findet man nie geil, aber im Fußball finde ich, haut das mehr und mehr hin, weil ehrlich? Was kriegt man nicht alles um die Ohren geklatscht und was ist nicht im Moment auch diese Selbstüberholung der Fußballblase während Corona, ist so finster, das muss man aus meiner Sicht zumindest einfach mal so sehen. Und ich bin mir sicher, dass man im Fußball sagen kann, früher war sehr, sehr vieles besser. Ich habe da gar nicht diesen Filter, also sowas, das tatsächlich, das sind so Sachen, damit beschäftige ich mich gar nicht groß, ob früher, da muss man ja auch konkret sagen, was war besser und was blendet man aus, das Drumherum oder geht man nur vom Spiel her, weil das Spiel war sicherlich... Nee, ich meine, das ist nicht auf Spiel bezogen, das kann ich nicht. Nee, genau, aber das ist genau, das ist ja dann die Frage, welchen Aspekt man so sieht. Und ich finde es zum Beispiel total interessant und ich weiß auch, ich könnte es konsumieren, aber ich tue es nur, wenn ich irgendwie ein bisschen drauf stoße. Ich fände es total interessant, wenn man mir jetzt bald erklärt, irgendwie, was macht Heiko Herrlich anders in Augsburg als vorher Martin Schmidt taktisch so ungefähr, ne? Und warum hat der Erfolg und der nicht? Und jetzt guckt man mal, nimmt man richtig so ein Spiel auseinander und analysiert sowas. Sowas fände ich in der Theorie total spannend, da so ein Fußballwissen zu haben, weil ich mich eigentlich elementar immer frage, ob Fußball wesentlich komplexer ist, also Profifußball wesentlich komplexer ist, als man denkt, dass man wirklich denkt, guck mal, da siehst du, da machen sie die Halbräume zu und da schieben sie und da rückt jetzt der Achter nach vorne, damit er sich fallen lässt, damit man auf den Flügeln mehr Platz hat. Oder ist es wesentlich simpler, als man denkt, dass wenn du eine funktionierende Mannschaft hast und jetzt mal völlig banal, diese Mannschaft ist intakt, da kämpft jeder für jeden, jeder macht den Meter mehr, geht in Zweikampf und du hast eine Spielidee und dann funktioniert es auch. Du willst so, halt weißt auch mehr. Also, ja. Das frage ich mich manchmal, das frage ich mich eben auch immer, wenn du irgendwelche Sommer- oder Wintertransfers hast und nach 3 Einheiten sind die in der Startelf, wo ich immer denke, wie kann denn das sein? Also die anderen trainieren doch seit Monaten irgendwelche Systeme und Ideen und dann kommt ein neuer und den wirft man jetzt mal rein und so mal gucken, was passiert. Aber und das dann ist heißt es, gute Fußballer finden immer zusammen. Also und das ist so eine Frage, die mich schon sehr lange begleitet. Naja, die Antwort ist halt so. Beides, glaube ich. Also zum einen ist es so, wenn du quasi ein Spiel taktisch analysierst, das ist ja wirklich das, was ich jetzt die ganze Zeit mache. Deswegen traue ich mich inzwischen jetzt auch drüber zu reden, weil ich halt jetzt einfach immer jedes Bundesligaspiel über 90 Minuten sehe. Ein Spiel taktisch zu analysieren ist wahnsinnig anstrengend, weil du immer sehr viele Leute gleichzeitig im Blick haben musst. Wenn man dann aber mal diesen Blick hat, dann macht man das so gewisse Dinge auch automatisch und dann ist es eher so eine Konzentrationsübung. Schaffst du es, dich jetzt 90 Minuten zu konzentrieren und mitzubekommen, was da passiert? Und dann kriegst du es aber ganz gut hin. Aber das ist quasi das, was es für den Einstieg schwer macht. Das ist nicht wie Basketball oder wie Handball oder wie Tennis, wo du weniger Spieler beobachten musst, sondern es ist eben ganz simpel erstmal, dass es schwierig ist, diese vielen Fixpunkte, die sich verändern auf dem Spielfeld, im Blick zu behalten. Und es kommt noch mit dazu, dass du eigentlich meistens gar nicht alle 22 Spieler siehst oder wenigstens auch alle 20 Feldspieler, was noch ein großes Problem ist, wenn du analysieren willst. Und dann ist aber das Tolle am Fußball, dass es ganz selten nur die eine Antwort gibt. Also du kannst immer, taktisch kannst du immer alles erklären.
Das ist so quasi so die Sprache, in der du ein Fußballspiel so zerlegen kannst, dass jemand anderes, der auch taktisch denkt, genau versteht, was du meinst. Quasi wie so ein eigenes Vokabular. Aber ob jetzt der eine Spieler deswegen nicht in den Halbraum gegangen ist, weil er seinen Deckungsschatten falsch eingeschätzt hat oder weil er gerade im Kopf hatte, dass seine Frau ja schwanger geworden ist und er jetzt nicht weiß, was er beim Torjubel machen soll, nur den Daumen in den Mund oder auch noch den Ball unten drunter, das kann man dann wieder nicht sagen. Das heißt, es gibt dann eben auch die einfachen Antworten und deswegen kannst du so super drüber diskutieren. Und dann kommen eben auch die Sachen rein, die du gesagt hast. Also dann, dass halt ein Spieler mal reingeworfen wird und es funktioniert auf einmal. Oder man hatte das in der Saison, dass es bei 2-3 Mannschaften so war, dass die ihr System umgestellt haben, unter anderem ja Dortmund. Und auf einmal liefen ganz viele Dinge besser, obwohl das eigentlich der taktischen Theorie nach kann das gar nicht nur an der Umstellung gelegen haben, aber die Spieler haben sich auf einmal besser drin gefühlt oder es war ein besserer Vibe in der Kabine, man weiß es nicht. Und deswegen ist es so geil, über Fußball zu diskutieren, weil du es schon auch analysieren kannst, aber es ist nie die alleinige Antwort, nur die Analyse. Was natürlich auch noch, also ist erstmal finde ich das interessant, weil Ole und ich haben auch manchmal so diese Diskussion angenommen, am Wochenende spielt Paderborn gegen Augsburg und wir sind so, das guckt man sich ja bestimmt an, ha, ha, ha. Und dann sind wir aber auch immer, Alter, wir haben noch überhaupt keine Ahnung, theoretisch, vielleicht ist Paderborn ja ganz geil oder man kriegt ja so mit, dass der Steffen Baumgart tatsächlich da irgendwie einen sehr offensiven Fußball spielen lässt, so im Rahmen der Möglichkeiten, so. Und da sind wir auch immer so, oder Ole sieht dann ja manchmal auch die Mannschaften und ist dann auch manchmal eher, Alter, man darf den auch nicht Unrecht tun und das so pauschal als uninteressant abstempeln so. Aber das sind natürlich manchmal die Sachen. Vielleicht kommt aber jetzt auch manchmal dazu dann auch die mediale Verpackung, ne? Also, dass du tatsächlich, wenn du dir dann so ein Spiel anguckst, landest du ja zwangsläufig irgendwie bei Sky. Und da kannst du natürlich einfach auch richtig Pech haben, um es mal so zu formulieren. Und dann ist natürlich die Analyse auch oft einfach, oh Mensch, irgendwie Ecke, Kopfball, Tor. Und dann heißt es immer, so frei darf der im Strafraum nicht zum Kopfball kommen, völlig ungedeckt. Und dann denke ich auch immer, ja, das ist keine Analyse für mich, ne? Ja, ist so, es ja. Also, genau, aber dann fehlt mir vielleicht manchmal auch das Medium, wo es für mich dann so präpariert wird, dass ich es gerne, ich sage jetzt einfach mal, konsumiere. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, dauert halt zweieinhalb Stunden. Rasenfunk mit Bildern halt, ne? Rasenfunk mit Bildern, so. Ja, ein bisschen bräuchte man das, aber du kriegst dafür halt nicht die Zeit. Und man muss dazu sagen, es ist halt auch eine Welt, die erstmal sehr vielen Leuten verschlossen ist. Geht mir ja auch immer noch so, wenn ich mit richtigen Taktikexperten spreche, dass ich auch nur jedes zweite Wort verstehe und dass ich mir manchmal auch denke, ja, weiß ich jetzt nicht. Also einfach so dieses, weiß ich jetzt nicht. Ist nicht das Beste, wenn irgendwelche Experten im Fernsehen die Spieler anhalten und von A nach B schieben und sagen, in den Raum hätte er gehen müssen, dann könnte er dahin schieben und plötzlich wären sie mit 4 Mann alleine vom Tor, wo man immer denkt, ja, so wird es funktionieren, weil die anderen Spieler natürlich überhaupt nicht mitschieben würden. Also das ist eigentlich immer mein Highlight, wenn irgendwie, früher gab es den Taktik-Urs bei Urs Meier beim ZDF, der hat auch die Spieler immer von A nach B geschoben und das dachte ich immer, ist in der Theorie bestimmt ein sehr schönes Tool für Experten, das es sehr leicht macht, Dinge zu erklären. Ja, auf der anderen Seite brauchst du das aber schon auch ein bisschen, weil sonst verstehen es ja auch die Zuschauer nicht. Also ich glaube, dass man da schon ein bisschen sich zurückerinnern kann, was Jürgen Klopp als Taktikexperte bei der WM 2006, was der eigentlich verändert hat in der Art und Weise, wie über Fußball gesprochen wurde, weil der auf einmal einem Viererketten erklärt hat, Pressing erklärt hat und der hat jetzt Spieler nicht verschoben, aber der hat auch gesagt, naja, die hatten halt hier immer den Raum. Und du musst halt einmal gesagt bekommen, dass es überhaupt sowas wie Räume gibt, auf die man mal gucken kann beim Spielen. Im Grunde musst du gesagt bekommen, hey, guck beim Fußballspielen nicht nur auf den Ball. Das eigentlich Interessante ist nämlich immer das, was nicht beim Ball passiert. Hört sich ein bisschen paradox an, aber dann siehst du die Dinge. Aber das ist jetzt nichts, wo du einfach sagen kannst, komm, wir setzen uns mal 10 Minuten zusammen und dann erkläre ich dir die taktischen Grundlagen von Fußball, sondern es müsste quasi immer wieder vermittelt werden. Aber in Deutschland ist es halt irgendwie dazu gekommen, dass die Berichterstattung im Gesamten, also im Pauschalisierten jetzt, natürlich nicht im Speziellen, aber im Pauschalisierten sehr unanalytisch ist, beziehungsweise die Analyse bleibt immer auf einer Wer-wollte-es-mehr-Ebene stehen. Und das ist halt dann für jemanden, der anders auf Fußball guckt, ein bisschen... Wer war gieriger, ne? Ja. Er war gieriger nach dem Ball, deswegen hat er ihn reingemacht, ja, klar.
Ja, oder halt dann auch dieses, das klassische, ah, jetzt wechseln sie Mittelfeldspieler für einen Stürmer ein, möchte er jetzt das 1:1 halten? Und man sieht ja, okay, die haben auf 3-4-3 umgestellt, der schiebt halt in den Achterraum und die spielen jetzt eigentlich offensiver als vorher, aber nur weil halt nominell ein Mittelfeldspieler kam, wird es halt einfach so getan, als ob es defensiver wären. Das sind halt, da ist man halt auch auf einem Niveau in Deutschland, ah nee, ich will es nicht so generell bashen, aber im Vergleich zu anderen Nationen kann man das schon sagen, dass die Deutschen eine andere Art und Weise haben, über Fußball zu reden. Also das stimmt natürlich, und was Henrik vorhin sagt, also du hast die Zeit nicht, ne? Also das muss ich will gar keine Ehrenrettung betreiben, ja, aber wenn du natürlich ein 90-Minuten-Spiel kommentierst oder aus 90 Minuten 4 Minuten oder 8 oder so machen musst, dann hast du in der Slow-Mo nicht die Zeit, zu sagen, was da schiefgelaufen ist. Deshalb gebe ich dir A recht mit Klopp, und B, wenn du im Studio eine Halbzeit hast, wo du wirklich mal ein ganzes Spiel aufmachen kannst, dann kannst du sowas angehen. Das finde ich auch. Was mir in der ganzen, ich finde das total spannend. Ich bin allerdings auch ähnlich wie Henrik, ich bin nicht so taktisch geschult, also vom Brain her allein. Ich kann eh nicht so gut logisch denken. Was ich aber sagen will ist, ich finde, was mir da häufig ein bisschen fehlt, ist, es gibt bessere und schlechtere Spieler. Das klingt unfassbar vereinfacht, aber wenn ich Spiele sehe, denke ich, ey, der hat Skills nochmal, der hat nochmal so eine Schnelligkeit. Klar, deshalb spielt er auch auf der Position und das ist gut und taktisch klug vom Trainer gemacht. Aber ich finde, es gibt immer noch ein Gefälle, auch in der Bundesliga, von Spielern. Who am I to judge, ne? Aber ich behaupte, ein bisschen kann man das sehen, die sind einfach manchmal besser. So, also das ist einfach schlichtweg so. Und da, es wird immer dann in diesem taktischen, meiner Meinung nach, nicht immer, aber häufig davon ausgegangen, ja, das sind alles XY ausgebildete Spieler. Die müssen das alles können und mitbringen. Also jetzt mal von den mentalen Skills auch nochmal abgesehen. Fehlt mir manchmal. Und wenn du dann, ich bin auch häufiger in den zweiten und dritten Ligen ja unterwegs, da ist das Gefälle noch krasser. Und da siehst du, der kann das gar nicht manchmal umsetzen. Und da meine ich manchmal auch eine Überforderung der Spieler zu beobachten. Ja, glaube ich schon auch, dass das manchmal so ist. Wobei halt auf der anderen Seite das Faszinierende ist, dass du mit einer dem Gegner überlegenen Taktik individuelle fehlende Qualitäten halt bis zu einem gewissen Grad ausgleichen kannst. Und das ist das Faszinierende. Aber es stimmt auf jeden Fall. Und vor allem, es sind eigentlich so zwei ganz grundsätzliche Sachen, so meiner Beobachtung nach. Reaktionsschnelligkeit und Präzision. Das ist das, wonach sich die Spieler unterscheiden. Und das ist, wenn man mal drauf achtet, zum Beispiel auf Passgenauigkeit, spielt er den Ball so, dass der Mitspieler ihn sofort so mitnehmen kann, dass er alle Optionen hat in der Bewegung, spielt er ihn in den schwachen, in den starken Fuß, wie schnell spielt er den Ball. Diese Grundlagendinger, die haben sich halt auf einem allgemeinen Level haben die sich krass verändert durch die Nachwuchsleistungszentren und durch die Akademien, Nachwuchs- und die DFB-Stützpunkte, die es eben seit den 2000ern gibt. Also grundsätzlich ist das Niveau besser geworden in der Bundesliga, aber innerhalb der Bundesliga gibt es da trotzdem noch krasse Unterschiede. Und da kann es halt wirklich sein, dass da halt ein Spieler spielt, der vielleicht auch das sonst kann, aber halt in dem einen Spiel springt ihm jeder Ball einen halben Meter vom Fuß weg. Und dann kannst du zwar auch taktisch analysieren, dass sein Raum häufiger überladen wurde, es hat aber vielleicht auch einfach nur damit zu tun gehabt, dass jeder auf dem Platz gecheckt hat, hey, wenn der den Ball kriegt, dann gehen wir alle da drauf, weil dann kriegen wir ihn, und dann aber mal ab die Waldfee. Also zum Beispiel ist ein Spieler, man freut sich ja immer noch, wenn man auch Spieler entdeckt, also das heißt jetzt nicht, dass man die individuell entdeckt, aber zum Beispiel Frankie de Jong von Barcelona. Das war ein Spieler, da dachte ich, Ehrendivision sieht man ja jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig oft, aber dann erfährst du irgendwie, der wechselt für 75 Millionen oder was auch immer es war zu Barcelona, und dann denkt man, das ist ja irgendwie ein ganz sympathischer Typ, und dann sieht man mal ein Spiel von Barcelona und dann macht es auch Spaß, dass man so denkt, jetzt achtet man mal wirklich, soweit man das durch das Fernsehbild sehen kann, auf Frankie de Jong. Und da ist da ist mir zum Beispiel aufgefallen, der macht so gut wie keine Fehlpässe, der macht so gut wie keine Fehler. Und egal, wie du den anspielst, du kriegst da eine gewisse Ruhe nicht aus dem raus. Und dann denkt man, Alter, was für eine Qualität. Und ich habe vorhin mal deine letzte Rasenfunkfolge gehört mit Thomas Broich und er heißt, glaube ich, Jerome Polenz. Ja. Ne? Mhm. Und da hat Polenz auch erzählt, der Sprung damals von den Amateuren zu den Werder-Profis, das war so krass, weil die Spieler ab dem Top-Niveau so gut wie keine Fehler machen. So.
Und das sind wahrscheinlich dann auch irgendwann Faktoren, wie geht man mit Drucksituationen rum und wie sicher bleibt da noch dein Fuß, mal so salopp. Und das fand ich so faszinierend, dann wenn du auch den Sprung von Ajax zu Barcelona machst, aber der solche Fähigkeiten dann hat, dass man dieses Niveau irgendwie so adaptieren kann. Und das finde ich dann auch immer beeindruckend, gerade natürlich dann, wenn man noch so jung ist. Ja, das ist ja eh irre, das vergisst man auch häufig, wie jung die halt alle heutzutage sind oder viele der Spieler. Und manchmal wird das auch vergessen in der Art und Weise, wie man sie verurteilt und beurteilt. Also gerade was so das Auftreten neben dem Platz angeht, da denke ich mir, da bin ich selber immer der Erste, der sagt, hey, ihr könntet doch mal mehr politische Haltung zeigen oder muss es denn sein, dass ihr aus eurer Blase nie rausguckt? Und manchmal fällt einem auf, okay, gut, ich werfe das jetzt gerade einem 23-Jährigen vor, mit 23 bin ich froh, dass es damals noch kein Instagram gab, ehrlich gesagt. Also, ja. Und dann gibt es natürlich auch manchmal diese Spieler fernab der Jugend oder was dann auch so, oder nicht fernab des fußballerischen Dinges, so, ich erinnere mich, oder Ole hatte auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, der junge Marcel Jansen bei Gladbach, ne? Also diese Typen, die sind irgendwie 18 und werfen sich da rein und sind plötzlich irgendwie entscheidende Figuren, so, ne? Ich glaube, Ole, bei Marcel Jansen war es so bei Gladbach, ne? Ja, das war ich habe ja das erste, ich weiß nicht, ob von Anfang an oder wirklich Bundesliga-Team von Jansen gesehen, bei Hertha, 0-6. Und er wurde über links, ich weiß nicht von was für einer Rakete von Hertha, die ganze Zeit nur überlaufen und den haben sie einfach mal so reingeschmissen. Ich glaube, das war sogar die zweite Abstiegssaison von Gladbach. Viel schlimmer war dann allerdings, als Václav Zverkos in die Kurve kam, das ist ja da neben dem Marathontor im Olympiastadion, ist ja immer die Gästekurve, dann hat Václav Zverkos da sein Trikot noch reingeschmissen nach dem 0-6, aber er hat es dreimal zurückgeworfen bekommen. Dass er es aber auch zweimal nochmal reingeschmissen hat. Aber ja, also er wollte dann auch, genau, das war so ein bisschen ein Infight. Er wollte dann in die Diskussion gehen über sein Trikot, ne? Aber das kam dann immer wieder zurück. Das war ernüchternd. Ja, aber das ist so, auch so, genau, es gibt dann so Junge, die werden dann so reingeworfen und da gebe ich dir auch recht, also ob das jetzt Frenkie de Jong ist oder, und daran zeigt sich, also A, die Skills natürlich ohnehin, aber wo, auf welchem Niveau rufst du sie ab? Das ist es ja. Also ich versuche jetzt doch die Brücke zu meiner anderen Leib- und Magensportart. Das hat man immer ein bisschen über Becker gesagt. Becker hat ja in den entscheidenden Momenten, und das sind dann eigentlich nur noch Mental Skills, weil du alle anderen Skills eigentlich abdeckst, also damals hat das Becker zumindest gemacht, heute sieht das Tennis auch anders aus, ich will nur sagen, der hat dann sich so fokussiert und in den entscheidenden Momenten, und das ist dann bei Frenkie de Jong, wenn der gepresst wird mit drei Leuten von Real, dann bleibt der lässig, beziehungsweise ruft nochmal sein nochmal Bestes ab. Und das ist ja das Entscheidende. Und wenn die Leute dann, wie Frenkie de Jong Anfang 20 oder Boris Becker damals 20 war, dann ist das, finde ich, massiv beeindruckend. Aber da bin ich ja auf so einer mentalen Ebene als auf den Skills, die halt sowieso dann da sind, wenn man so will. Ja, das stimmt. Außer natürlich gegen Andre Agassi, weil der den Zungentrick durchschaut hatte, den Zungentrick. Ja, richtig. Deswegen wusste, in welche Ecke er den Aufschlag macht. Wollen wir ein bisschen auf alte, vergangene 29. Spieltage zurückblicken? Können wir machen, ja. Auch geile Anmoderation, was sollst du jetzt sagen? Nee, danke, hab keinen Bock. Habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Nee, stimmt, genau. Ja, richtig. Sag mir mal, Können wir gern machen, ja. Welche Bundesliga-Saison würdest du sagen, ist die, wo du als erstes so richtig involviert warst als Fan? In die würde ich jetzt mal zurückspringen. Oh, da habe ich mich, ich weiß das deshalb, weil ich vorhin sagte, weil ich ja mein erstes Spiel im Stadion mir rausgesucht habe und das tatsächlich 1992 ist das sogar. Also ich weiß nicht, ob das ist sehr, sehr, sehr lang her. Oh, geh mal da auf den 29. Spieltag. Gladbach in Köln gespielt, tatsächlich. Tatsächlich, das Derby sogar, okay. Ja, das Derby sogar. Kriegst du, komm, was willst du Zeitler? Zeisler machen wir jetzt einfach. Oh, wie sieht Zeitler? Nix. Versuch mal. Startelf Borussia Mönchengladbach, 1992 in Köln. Ja, in Köln. Also San Uwe, wie wir ihn ja nennen, hinten im Tor, bin ich mir relativ logisch sicher. Ja. Na? Uwe Kamps. Ja. Ja. Dann müsste es weitergehen, rechts Kastenmeier. Mhm. Das war eine grandiose Viererkette. Rechts Kastenmeier, Innenverteidigung Klinkert und Stadler, kann das wohl sein? Sehr gut. Stadler versuche ich. Links Jörg Neun, muss sein. Jörg Neun mit der 6, das war immer der Gag. Ja.
da, oh, dann müsste sowas kommen wie Schulz vielleicht sogar. Mhm. Weiß ich nicht, Django Schulz könnte ich mir vorstellen. Ich kriege vorne noch Kriens hin, natürlich, der Lange. Holger Fach vielleicht im defensiven Mittelfeld. Das ist so ja könnte ich es noch probieren. Ich glaube, jetzt fehlen dir nur noch zwei. Alle anderen hast du schon genannt. Das ist ja Wahnsinn. Flipsen? Grieche Karl-Heinz war der da schon? Glaub nicht. Nee. Aber eine andere absolute Legende der Bundesliga-Geschichte. Wurde ausgewechselt Das kann nur Peter Winhoff sein, wenn du sagst Bundesliga-Legende. Nee, wurde ausgewechselt für Bashiru Salou in der 84. Und hat Martin das Tor Max? Gemacht. Ja, absolut. Martin Max war da auch schon. Ach, und Baschi war auch schon da aus Togo, gerade hergeholt. Echt, super. Und Horst Steffen haben wir, glaube ich, als einzigen jetzt noch. Oh, Steffen. Genannt. Oh, ganz sympathischer Typ, ja. Okay. Ey, aber das ist krass. Ich habe keinen Klicken gehört. Aber das war meine erste Saison. Ich war wirklich Fan. Ich war Fan. Also, was soll ich machen? Also, ich war 14. In der Saison war ich das zum ersten Mal auf dem Bökelberg. Hans-Jörg Kriens war mein Held. Grün-Schwarz, Längsstreifen, Tuborg-Werbung. Und ich glaube, Trainer Bernd Kraus müsste es sogar gewesen sein. Ja, das müsste eigentlich hinkommen. Nee, Jürgen Gelsdorf ist es. Guck mal an. Oh, Gelsdorf, tatsächlich. Oh, ja. Gegen Jörg Berger bei den Kölnern. Oh. Mit Rest Bodo Regner im Tor. Und dann fragt Dennewitz noch im Sturm. Ja, oh, und war das so, das kann ja nur so Paul Steiner sein, vielleicht noch, Armin Görz, Stefan Engels, sowas, Olaf Jansen, das ist so auch schwierig. Moritz Banach vielleicht, 92? Nee. Bei Köln? Ich glaube, da bist du jetzt. Alfons Siegel werfe ich mal rein. Ja, oh ja. Frank Reiner über rechts. Genau, und natürlich Horte Held. Zusammen noch mit Jitbarski. Das ist krass. Litti so. Hotte und Litti im Mittelfeld zusammen. Mhm. Kann man das so sagen? 1 zu 1. Meine. Ja. Wie viele Zuschauer? Warte mal, ich versuche mal. Müngersdorf, 92. Die waren nicht voll, die Dinger. Das war ja ganz interessant, glaube ich zumindest. 40, sag ich mal. Auch kein Derby? Ich hätte gedacht, übrigens die typischen 34. Aber auch nicht beim Derby voll. Sag mal, Max. Lustigerweise sehe ich es hier gerade. Doch, 27.000. Oh. Ja, damit ist es nicht voll, glaube ich. Ja, aber es ging das auch, glaube ich. Das ist 92, ja. Das ist 92. Es ging auch in der Tabelle jetzt nicht so wahnsinnig viel für beide. Also Gladbach dann 12. Ja, aber überleg mal heute. Ich würde pauschal sagen, ja, klar, aber die Derbys, die reinen Derbys, die letzten 10 waren alle voll. Allein das, weiß, mein Spiel, wovon ich vorhin sprach, Gladbach-Kaiserslautern, auf den Bökelberg gingen 34.500 Zuschauer. Und ich glaube, das war Samstagnachmittag, das war nicht arschkalt, das war irgendwie Mitte März, das war okay. Ich meine 19.000. Mhm. Also, ne, nur mal so. Und paradoxerweise ist das ja sogar ein Problem jetzt für die Vereine. Früher hattest du, also die ganzen 90er über, konntest du an den Zuschauereinnahmen noch schrauben. Jetzt ist es so, dass du deinen Schnitt hast und der verändert sich nur noch marginal. Und deswegen können sie quasi mehr Einnahmen nur noch generieren über Merchandising. Und da sind halt auch, stößt du auch sehr schnell eine gläserne Decke als ein normaler Verein, der quasi nur national sein Merchandising steigern kann. Und eben TV-Gelder. Deswegen ist die ganze Unwucht kommt eigentlich daher, dass quasi die Zuschauereinnahmen irgendwann ausgeschöpft waren. Oder die Matchday-Einnahmen, wie man es jetzt dann nennt, Logen und so weiter, kamen ja dann auch noch mit dazu. Immer wieder. Ja, und das ist ja eigentlich paradox. Ja, aber eigentlich ist es ja, wenn man es mal vereinfacht, paradox ein bisschen. Wenn man sagt, die Stadien heute sind alle nahezu voll, dann müsste das ja eigentlich das Wichtige sein. Und das ist ja im Prinzip so schade, dass der. Ja, ist ja so. Also, wenn du guckst, 1,5 Milliarden Medienrechte pro Jahr heißt, der Zuschauer zu Hause ist der wichtige Zuschauer geworden. Das sieht man ja in ganz vielen Diskussionen. Also ja, klar, da kann man einen Riesenfass ausmachen. Aber der Fan im Stadion ist nicht der Wichtige. Die Bratwurst ist nicht das Wichtige. Nein. Der zu Hause sitzt. Und der in Asien sitzt und sich auch noch ein Bayern-Trikot kauft. Also, darin hat sich's ja total. Da kann man ja wirklich als Neutraler nur hoffen, dass die Vereine die Preisschraube ordentlich anziehen, dass sie da ein bisschen mehr Kapital mitmachen können, ne? Absolut, sehe ich auch so. Das wäre schön. Das ist dann so die Hoffnung, die ich habe noch, ne? Dass man da einfach noch nicht alles ausgeschöpft hat. Finde ich auch schön. Ich glaube auch, dass es in den Kurven da ein bisschen ruhiger wäre. Ich finde, die Ultras nehmen sich da auch ein bisschen zu wichtig.
Ich finde auch das, was Ole, hast du nicht mal erzählt, dass du in Barcelona warst und dass du im Touristenblock gelandet bist, wo wirklich komplett, nur, ja sicher. Nur, und das ist, fand ich, dachte ich, ist auch nochmal ein Next Level, dass ja, du da also in dem Block habe ich irgendwie und 82 unterschiedliche Landessprachen habe ich da gehört während des Spiels. Das war irgendwie Barcelona gegen Malaga, glaube ich. Da hat Micho noch bei Malaga gespielt, glaube ich, mit dem Michelis. Und wirklich, wir mit dem Fernglas da von ganz oben im Camp Nou, das war finster. Und ich nehme es aber ehrlich gesagt bei unseren letzten England-Trips auch so ein bisschen so wahr, dass die natürlich, wenn die Tickets aus Übersee, ist ja sogar auch England, bestellt bekommen, wir ordern die manchmal online, wenn es wirklich Premier League ist, so, dann bist du da auch nicht im Touri-Block, ist natürlich übertrieben, aber auch nicht im Alteingesessenen. Und das macht es natürlich auch. Macht's natürlich doof. Aber ich bin ja auch Touri. Eigentlich habe ich ja jetzt sehr sozial, fußballromantisch gesprochen, habe ich da ja auch nicht viel verloren, wenn ich von meiner Haltung her ausgehe. Aber trotzdem gucke ich es mir natürlich gern im Ausland an. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich saß auch im Camp Nou im Touri-Block, als ich dort war. Und es war ja faszinierend zu sehen, was man auch während eines Fußballspiels alles machen kann. Aber ja. So ganz wohlgefühlt habe ich mich auch nicht. Aber du hast uns ja von dem Spiel, ich glaube, 20 Minuten Video geschickt und hattest ja zwei Selfie-Sticks dabei. Also du warst ja auch präpariert, ja. Ne? Du warst ja live auf Instagram, warst du ja. Ja. Und du hast dich ja bei den Elfmetern immer von vorne gefilmt. Das fand ich auch gut. Genau. Ja, ich wollte halt das Fan-React zu Messis 237. Goal machen. Ja. Das stimmt. Ja. Aber Kiki 46 ist leider mit dem Schnitt nicht fertig geworden. Die wollte dann noch Best of beide Reactions. Genau, dem sind, glaube ich, die Blenden, die Visual Blenden sind ihm, glaube ich, bei Final Cut ausgenommen. Aber ganz ehrlich, apropos Instagram Live, ne, ich habe vorher, also natürlich ist es auch ein Sündenfuhl und man verbringt viel zu viel Zeit, vor allem mit unserem Doppelsechs-Account. Wir haben ja Gott sei Dank noch private Accounts, die hochseriös sind, aber der Doppelsechs-Account, wem man da alles mittlerweile folgt, von Willi Herren über John Munich bis zu irgendwelchen anderen. Und da habe ich noch vorhin gesehen, das ist ja, diese Zeit ist ja mittlerweile auch so finster, wer jetzt auch alles Instagram Live macht mit irgendwelchen Drittliga-Profis, die mir irgendwie gelangweilt von ihrem Ikea-Sofa erzählen, welche ja. Netflix-Serie sie jetzt durchgebinged haben. Gott, ist das schlimm. Und vorhin habe ich gesehen, es gibt jetzt eine neue Sendung, We Need to Talk heißt die. Das ist auch wahnsinnig spannend. Allein schon dieser Slogan ist gut. Aber dann habe ich gesehen vom DFB, also DFB-Nationalmannschaft hat vorhin Ruth Hoffmann, das ist ja auch so eine Sport1-Moderatorin, glaube ich, die hat mit Kevin Trapp sich via Insta getroffen und die haben gefaselt, ne? Wirklich. Also die ersten drei Fragen wirklich, wie hältst du dich fit? Was guckst du bei Netflix? Und wie hältst du Kontakt zu deiner Familie? Ey, ich kann es nicht mehr hören und sehen. Das war so lahm, das Gespräch. Ey, als wenn jetzt ein Fußballer ein interessanteres Leben zu Hause führt, als wir gerade. Also dieser Ansatz, dass oh ja. Alle jetzt von zu Hause senden und empfangen müssen. Ah, ich hab's so. Ja, ihr könnt zu mir gerne sagen, dann guckst du nicht an. Ja, habt ihr recht mit. Aber ich hab das so über. Es ist so schlimm. Dieses Ruth Hoffmann, Kevin Trapp vorhin, das war wirklich, also Heieiei, war das zäh, muss ich leider sagen. Also inhaltlich bin ich da voll bei dir, aber auf der anderen Seite musst du halt sagen, Sport1, Kurzarbeit, viele gerade am Rand der Kurzarbeit oder schon in der Kurzarbeit. Ein bisschen bin ich da auch gnädiger, wenn ich mir denke, naja, ihr nehmt halt einfach alles, was da ist, um irgendwas zu bieten. Ja, sie nehmen aber auch sonst nicht viel, alles, aber vieles. So ehrlich muss man dann auch sein. Ja, sorry, ich bin auch bei dir. Ich verstehe auch, was du meinst. Und dann niemand hat ja diesen Mut oder auch diese, ich hätte fast gesagt, Ehre zu sagen, okay, jetzt rollt kein Ball, jetzt lassen wir es erstmal. Also da bin ich ja selber auch tatsächlich von betroffen in An- und Abführung. Aber trotzdem gibt es da auch noch Anmutung und Ansprechhaltung, nur weil Kevin Trapp jetzt auf seinem 3000 Euro Sims, Fenstersims da irgendwie rumhängt und irgendwie lässig in die Kamera guckt, muss ich ihn ja nicht behandeln, als wäre er Jesus himself. Also sowas meine ich dann eher. Ne? Jesus, würdest du fragen, was er gerade auf Netflix so guckt? Ja, genau, natürlich, haha. Nein, aber so meine ich das eher. Aber klar, hast du schon recht und mir fehlt da dann das entscheidende Format. Und Insta ist da leider auch so einfach und Ricardo Basile schaltet sich jeden Abend mit Marius Wolf kurz und das ist ja an dünne nicht zu unterbieten, leider. Ja. Damit passt es ja auch wieder ganz gut zu Instagram. Schließt sich der Kreis. Stimmt. Wir waren zu hart, ja, vielleicht.
An der Stelle hören sowieso nur noch die Rasenfunk-Freaks und die sind wieder nicht auf Instagram oder sie folgen euch bereits. Also Ricardo Basile wird nie davon. Sind die denn? Wo sind die denn von Rasenfunk? Wo sind die denn, die Rasenfunk-Hörer, hauptsächlich auf welcher Plattform? Ich glaube, Twitter ist tatsächlich bei uns wichtiger als bei vielen anderen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das über den Rasenfunk aussagt. Und dann gibt es aber auch einen nicht zu unterschätzenden Teil an Hörerinnen und Hörern, die gar nicht so aktiv sind in den sozialen Netzwerken. Das merke ich dann immer wieder an den Mails und so weiter, die reinkommen oder zum Teil sogar auch Briefe, die hier landen. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass man natürlich schon auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer hat, die komplett andere Mediensozialisation haben als wir total medienversauten Menschen. Da stecken wir alle drei ja im selben Boot. Ja, aber ich bin zum Beispiel auch einer der, ich habe neulich gelesen, wie die heißen, ich habe es jetzt vergessen, aber dass der größte Teil auch über die sozialen Netzwerke quasi nur beobachtet und guckt, aber nicht kommentiert oder so oder liked oder irgendwas, ne? Also ich bin eigentlich auch meistens ein stiller Beobachter und kein Kommentierer. Das, mich juckt es manchmal mit dem Doppelsechs-Account, das muss man auch ehrlich sagen, da juckt mich oft was zu kommentieren. Und dann denke ich aber oft, ach nee, was macht man da jetzt für ein Fass mit auf, ne? So, also das gab, glaube ich, gerade Thomas Helmer, der ist ja auch auf Instagram wahnsinnig interessant unterwegs. Und der hat kürzlich irgendwas gepostet, glaube ich, dass er irgendein Award hatte von wegen irgendwie so ein Bundesliga-Erinnerungsding von ihm mit irgendeiner Meisterschaft und sonst wie und wo er dann dazu irgendwas postet wie tolle Erinnerung, übrigens mein Sakko ist von Engelbert Strauß, kauft es so ungefähr. Und dann juckt mich dann doch so, ja, wäre ja lustig, wenn das Phantombild wäre, das Phantomtor meine ich, wenn das die Bundesliga-Erinnerung gewesen wäre, so ungefähr. Ne? Aber dann denke ich auch immer, ach, was soll's, und dann lässt man doch immer die Finger still. Also zum Beispiel kommentieren tun wir nie was, auch wenn das sicherlich auch wieder dann Traffic und Likes und das alles bringen würde, aber das Fass machen wir eigentlich auch nie auf und lass es Ricardo Basile sein, den Ole gerade angesprochen hat, im Balenciaga-Pullover und dann doch nochmal, wo dick Balenciaga draufsteht, zu fragen, von welcher Marke ist denn eigentlich dein Pullover? Also all diese ganzen Späße verkneift man sich immer. Ja, außer beim einen Hochzeitsbild. Da habt ihr mal kommentiert. Oder war das eine Direct-Message? Nee, das stimmt. Da haben wir mal kommentiert. Und Marcel Desailly haben wir auch mal was kommentiert, was er geliked hat, was doch einen kurzen Tanz bei uns verursacht hat. Aber ja, heutzutage muss man ja auch gar nicht mehr inhaltlich kommentieren. Da seid ihr ja dann schon wieder zu oldschool. Du musst nur Emojis drunter hauen. Irgendwie das klatschende stimmt. Hände oder betende Hände. Reicht schon. Und dann kriegst du 13 Likes und darum geht's ja. Darum geht's ja. Ich wollte mit Ole mal das Quiz spielen in der Live-Show, aber das haben wir dann nicht gemacht. Da hat Marco Reus, glaube ich, gepostet, dass er Vater geworden ist und hat ein Bild gepostet dann von dem Kind, glaube ich, oder das Obligatorische mit dem kleinen Finger des Neugeborenen oder sowas. Mhm. Und dann haben sämtliche Fußballer von Jadon Sancho bis sonst wie alle nur geschrieben, Congrats, Bro, Congrats, Bro. Und dann wollte ich eigentlich Ole die Frage stellen, welches Congrats Bro hat die meisten Likes bekommen? Also bekommt das Congrats Bro von Jadon Sancho mehr Likes als das Congrats Bro von Marius Wolf? So, also diese Congrats Bro Challenge wollte ich eigentlich mit Ole machen, aber wir sind nicht dazu gekommen. Aber ich dachte eigentlich, ist das eine sehr schöne Spielidee, weil das natürlich auch wieder dann ein Faktor ist, den vielleicht ein Spieler dann wuschig macht, warum der eine mit demselben Kommentar mehr Likes bekommt als er. Woran das denn liegt? Ja. Ja, es könnte sogar sein, dass es sie wirklich wuschig macht. Aber wisst ihr was? Ich habe jetzt eine Idee, was uns wuschig macht. Ich habe gerade in unserem Chat die Tabelle vom 29. Spieltag der Saison 91-92 gepostet, die ja dazugehört zu dem Spiel, über das wir gesprochen haben. Köln gegen Gladbach. Und neben dem, dass die Tabelle schon sehr interessant ist, also Bayern da auf Platz 11, das war die Heinkes wird entlassen in der Hinrunde-Saison und dann kommt Erich Ribbeck und zimmert den Laden aber mal wieder so richtig zusammen und dann beendet man, glaube ich, auch auf dem 12. die Saison, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Lasst uns doch mal auf ein Spiel eurer Wahl noch klicken, einfach nur um zu sehen, wer da so gepölt hat. Ich muss dazu sagen, 91-92 ist leider so 3-4 Jahre vor meiner Zeit, aber ich probiere es gerne. Ja, oder Ole darf sich noch eins aussuchen. Ja. Von dem Spieltag, ja? Mhm. Von dem Spieltag. Okay, dann gehe ich auf Frankfurt-Bayern, weil wir gerade bei denen waren. Ich finde natürlich, das ist ja die erste Hansa, das ist ja die erste gesamtdeutsche
Bundesliga war das ja sogar, ne? Deshalb finde ich der Hansa auch recht spannend, die ja irgendwie mit 6-0 Punkten in die Saison gestartet sind und nachher abgestiegen sind mit Uwe Reinders. Aber wir gehen auf Frankfurt gegen Bayern, 2. gegen 11. 3-2 ist das ausgegangen. Und Hendrik, also da sind schon Legenden auch für dich dabei. Ey, der Frankfurter Elf ist ja grandios, sehe ich. Klar, grad. Das war ja auch die, die fast Meister geworden wäre. Ja, stimmt, richtig. Das war, genau, das war das Debakel nachher bei Hansa. Hendrik, du weißt doch zum Beispiel, wer nachher so durchgedreht ist und nur diese, von welcher Marke waren immer diese Kästen, wo das Eis drin war am Rand, die alle umgetreten haben. Welche Marke war das denn? War das nicht sogar Gatorade? Ja, Gatorade, aber irgendwie medizinischer war das noch. Irgendwie Sanostol bin ich gerade, das war es eigentlich, aber ja, irgendwie so stimmt. Ähnlich hieß das. Da gab es immer so einen Sponsor, der da draufklebte. Jedenfalls will ich sagen, Ralf Weber hat damals nämlich so geil bei Hansa am letzten Spieltag das Ding zertreten. Und tatsächlich Frankfurt natürlich noch mit Uli Stein, ne? Uli, wie hat er Franz? Uli Suppenkasper Stein. Dann bist du aber, Libro kriegt er auch hin. Also Libro Frankfurt müsst ihr hinkriegen. Money Bins. Ja, natürlich. Ja. Money Bins, übrigens, wo wir vorhin bei grotesken Matchplan, Karriereplänen waren, Money Bins später noch bei Brescia Calcio für 3 Wochen oder so, irgendwie sowas. aber dass du das jetzt einfach so weißt, naja, Wahnsinn. Ja, das, ehrlich gesagt finde ich schlimm. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, wenn du so Vokabeln wissen würdest, wie Tennisspieler und Fußballspieler, dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Es ist leider was dran. Innenverteidigung. Oh, den einen habe ich kaum noch drauf. Dietmar Roth hat aber ein Tor gemacht. Kickernote 3,0 am 29. Spieltag 92. Das weißt du aus anderen dem Kopf, ne? Ja, das mache ich so. Anderen Innenverteidiger müsstet ihr hinkriegen. Ich bin leider Eintracht-Legende. Ist das noch Charlie Körbel? Aber der wäre im Mittelfeld, ne? Ja, wobei der konnte. Charlie hat alles mit Stellung gemacht. Der konnte überall. Aber hat Charlie nicht zum Schluss auch immer noch hinter der Fünferkette gespielt? Ja, sicher. Immer abgelaufen. Ja. Immer Arm hoch auch. Aber zweiten Innenverteidiger, wirklich Eintracht-Legende. Uwe Bindewald. Zico himself, natürlich. Ich rate mal kurz das Mittelfeld durch, weil das grandios ist. Frank Möller, Andreas Möller, Uwe Bein, Ralf Falkenmaier und links der genannte Weber, wie hieß er denn mit Vornamen? Frank Weber, Ralf, genau. Ralf. Nee, Ralf, Entschuldigung, genau, Ralf Weber. Und übrigens Uwe Bein, über Uwe Bein hat mal Dragoslav Stepanovic gesagt, bei dem kriegt selbst der Ball Augen, so gut spielt er. Und vorne der ewig Junge, das kriegt ihr auch hin, der ewig Junge. Ich habe es leider schon vorhin aufgerufen gehabt, deswegen kann ich leider nicht mitmachen beim Rat. Der ewig Junge. Ja, was haben wir, ich glaube, heute streitet man noch um sein Alter. Ach so, Antony Jebor. Heute machen sie noch Knochenmarx. Antony Jebor, natürlich. Ja, genau. Ja. Gab es nicht Zeugen Jebors? Gibt es die eigentlich immer natürlich. Noch bei der Eintracht? Ja. Und der Sohn zweite? Von Antony, einmal kurz noch, so viel Zeit muss ja auch noch sein. Der Sohn von Antony Jebor ist doch eine Legende bei WSG, Swarovski, Tirol. Oder wie heißen die? Ja, Swarovski, Tirol, richtig. Der Sohn spielt da, genau. Ja, und liebe Grüße. Zweiten Striker könntest du auch noch hinkriegen. War später auch Bundesliga-Trainer. Boah, geiler Natural-Born Striker. Na, das wird einfach dann. Jörn? Christiansen? Mhm. Nee, ja. Andersen. Nee, Andresen. Andresen? Andersen. Andersen. Bei Mainz später noch. Ja, bei Mainz, genau. Ja. Und später, ich meine, Trainer von Nordkorea oder Südkorea. Ich glaube sogar Nordkorea war der kurz. Irgendwie sowas Finsteres. Stimmt, irgendwas gab es noch, ja. Max, wenn du dir aussuchen dürftest, wenn wir die Bayern startet, wenn du sie vor dir hast, mit wem du ein Rasenfunk-Tribünengespräch aufnehmen würdest, ist es eher Olaf Thon oder Michael Sternkopf? Auf jeden Fall Michael Sternkopf. Auf jeden Fall. Bei Olaf Thon wüsste ich ja, was er sagt, so grob. Und auch an welchen Stellen er genau nichts Professor? Sagt. Ja. Ja, und ich wüsste vor allem genau, was er halt nicht sagen wird, wo er dann sagt, erinnere ich mich nicht mehr so genau dran. Und Sternkopf wäre schon interessant. Und allein die Frisurengeschichte mit Uli Hoeneß, ich glaube, der würde die auch einfach nochmal so auspacken, wie das alles so war damals, weil das war ja Hoeneß damals eher suspekt, dass Michael Sternkopf, auch nachdem er zu den Bayern gewechselt ist, immer noch diesen alternativen Lebensstil hatte. Und ich glaube, der war doch sogar Vegetarier. Was damals ja noch viel unfassbar war. Nee, das war Alan Sutter. Das war Alan Sutter, stimmt, genau. Habe ich verwechselt. Aber nee, auf jeden Fall Sternkopf. Und was, aber das Mittelfeld war Sternkopf jetzt nicht gerade in den Medien, weil er sich auch
ne, geäußert hat über seine Erkrankung, glaube ich, ne? Deshalb verbittet es, ja genau, damalige Erkrankung, soweit ich das damalige weiß, deshalb verbittet es sich auch, über seinen Instagram-Account zu sprechen, wo er mit seinen Bayern Legends irgendwo in Asien mit Luca Toni Selfies macht. Das machen wir nicht. Ja. Das Mittelfeld, Markus Münch, Stefan Effenberg und Manni Bender. Also da frage ich Max nochmal. Mit Markus Münch über die Pferdezucht sprechen, mit Stefan Effenberg darüber sprechen, wie damals, wie über seine damals Zeit in Paderborn. Wie er damals mit Uwe Kamps den Obdachlosen in der Einfahrt weggeräumt hat. Oder Manni Bender über seinen Hodenriss, den er sich damals im Training zugezogen hat. Welches Thema würdest du da gerne erörtern? Mit Manni Bender kann man sehr, sehr gut sprechen. Manni Bender, der jetzt bei Haching gerade auftritt, ich glaube, der nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Und na, der Tiger Stefan Effenberg dreht aber gerade in Krefeld auf, also. Ja, und puzzelt gerade, also über seine neue Puzzleidenschaft. Ja, ich glaube aber, dass Effenberg so ist, dass der in jeder Frage erstmal einen Angriff vermutet. Und ich stelle ja solche Fragen in der Regel gar nicht. Ich will ja einfach nur wissen, wie es halt so lief dann und dann. Und das wäre mir dann, glaube ich, zu anstrengend, weil da müsste ich die ganze Zeit signalisieren, über Körpersprache zu gesteckte Geldscheine oder was auch immer, dass ich es wirklich nicht böse meine, wenn ich jetzt einfach mal frage, wie das so war. Und da ist mir dann so jemand wie Manni Bender lieber, der halt einfach immer gerade raus ist und dem eigentlich auch alles egal ist. Dem ich auch dann sagen würde, ja, Podcast ist so und so, ja, nee, mach mal. Passt schon. Interessiert mich gar nicht, was das ist. Dann mache ich das Spiel noch schnell einmal mit dir vorne im Sturm und frage, willst du mit Brian Laudrup drüber sprechen, welche Craftbiere gerade in Kopenhagen angesagt sind? Oder möchtest du wirklich von Bruno Labbadia wissen, ob er bei der Hertha jetzt wirklich angekommen ist? Ja, genau. Oh, hier läuft gerade das Intro. Warte, Entschuldigung. Also, ich dachte, das. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, das war jetzt eine Musiküberblendung, dass Ole zu harte Fragen stellt. Ja, genau. Ah, die Verbindung leider. Das ist die Zensur. Die Verbindung. Das dachte ich auch. Kann dich auf einmal. Hören? Ja. Schlecht. Ja. Nee, ich bin einfach nur hier auf die falsche Taste gekommen. Auf jeden Fall mit Bruno Labbadia, weil da habe ich schon auch mal einen Podcast von ihm gehört, der sehr interessant war. Und ich finde, das ist einfach eine interessante Figur. Und was der alles erlebt hat in seiner Karriere, ist unfucking fassbar eigentlich. Auf jeden Fall mit ihm. Was ist daneben eine interessante Figur? Warum ist das eine interessante Figur? Naja, zum einen hat er bei interessanten Vereinen gespielt, er hat interessante Spiele mitgemacht und er ist halt eigentlich, ich glaube, wenn wir jetzt in 10 Jahren zurückgucken, werden wir sagen, ah ja, krass, Labbadia ist halt so ein richtiges Stück Bundesliga, weil der einfach so lange mit dabei war. Das gibt's ja manchmal, dass man so zurückguckt oder sich jemanden anguckt und sich denkt, ach krass, du bist ja auch schon seit 30 Jahren in der Bundesliga, eigentlich kannst du mir jetzt alles erzählen. Also ich hatte das im Rasenfunk auch schon, als ich mit Richard Goltz gesprochen habe und als mir halt bewusst geworden ist, ja, der hat halt 21 Jahre Bundesliga-Erfahrung auf dem Buckel. Und dann fand ich das unglaublich interessant, mit dem konntest du sowohl über die Zeit sprechen, als es noch kein Torwarttraining gab, also buchstäblich, es gab es einfach damals noch nicht, als auch über die Zeit, er war dann in seiner letzten Station, war er Ersatz für Robert Enke. Und Bruno Labbadia ist das nochmal mal zwei, weil der noch die Trainerkarriere hinten dran gehängt hat. Deswegen glaube ich, ist es total interessant, mit dem über die Liga zu sprechen. Friedhelm Funkel ist das mal vier. Ja, aber bei Friedhelm Funkel, also ich finde es schön, wie er sich zurückhält. Also du hast ja wirklich gar nichts mehr gehört jetzt, seitdem er bei Düsseldorf raus ist. Aber sehr defensiv ist er unterwegs. Ja, sehr defensiv. Und ich hab das Gefühl, aus dem würde man auch nichts rauskriegen, weil der möchte auch gar nicht, der würde jetzt auch kein schlechtes Wort über andere Leute verlieren aktuell. Und dann ist es für mich, der ja oft so, ich bin ja auch Schlagzeilen aus, dann ist da zu wenig zu holen beim Friedhelm. Der ist, glaube ich, zu brav. Du willst was CT-fähiges. Ja, genau. Haben, genau. Und, ja. Okay. Ja. Das war übrigens auch ein wunderbarer Doppelsechs-Moment. Wir hatten Richard Goltz auch mal bei uns in der Show zu Gast. Ach ja. Es war eines unserer ersten, ich glaube, unsere dritte Show war es erst. Und Richard Goltz hat uns zugesagt. Und Richard Goltz hat aber gesagt, er kann erst zur zweiten Hälfte kommen, weil er zu dem Zeitpunkt Torwarttrainer bei den Amateuren war, beim HSV, bei den HSV. Was die Amateure? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Wie auch immer. Und er konnte erst zur zweiten Hälfte kommen. Und meinten wir, ja, alles klar, dann kommst du erst zur zweiten Hälfte. Und bei uns dürfen die Leute immer mit einem Musikwunsch auf die Bühne kommen. Und er hat gewählt How Soon Is Now von den Smiths. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Ole Zeissler ein Riesen-Smiths-Fan ist und war.
Und dann kam eben Richard Golz an zur zweiten Hälfte. Der ist ja, glaube ich, auch 1,96 groß. Hm. Komplett HSV-Trainingsanzug an. Damals kam man bei uns mit dem Fahrstuhl auf die Bühne und Nebel. Und er kommt zu How Soon Is Now auf die Bühne im Nebel. Magic Moment. Wirklich knapp 2 Meter, komplett im HSV-Trainingsanzug. Ne? Das war ein magischer Moment. Aber sensationell. Ja, ein super Typ. Super Typ, absolut, ja. Magischer Moment in der Rasenfunkgeschichte. Wir haben Tribünengespräche ja wirklich noch nicht mit vielen Profis und ehemaligen Profis gemacht, aber dann haben sich zwei davon getroffen, nämlich Richard Golz und Sebastian Schuppan, und haben mir dann ein Foto aus dem gemeinsamen Skiurlaub geschickt. Das war einigermaßen skurril, wenn man weiß, dass wir, glaube ich, insgesamt 5 Sportler bisher interviewt haben. Aber gut, so ist das halt. Die sind halt dann da, schön, wo man gesehen wird und gesehen werden möchte. Hendrik, was ist die Bundesliga-Saison, in der du sozialisiert wurdest? 94-95 hast du vorhin so gesagt, um Dreh rum. Ja, ich würde so denken, da ging's so los. Ich weiß nicht, seit wann gibt's ran? Ist das seit 95? Ja, haut hin, glaube ich. Ein bisschen früher, glaube ich, aber so die Ecke, ja. Aber das ist so eigentlich der Nektar, würde ich denken, so 95 bis 2000, wo man wirklich zu Hause gelebt hat, oder dann ein bisschen länger noch, bis 2004 vielleicht, und wirklich immer die Sportschau geguckt hat, sowas wie Sky, also oder Premiere damals, Konferenz, wirklich so gut wie nie, immer die Sportschau geguckt, und ich durfte auch nie die Ergebnisse vorher wissen. Oh ja, wissen. Das war bei mir auch so, ja. Nie, also richtig, und mein Vater hat oft NDR2 Bundesliga-Konferenz. Das machst du bis heute übrigens auch so. Nee. Es gibt immer noch, aber bis vor 2 Jahren habe ich dich samstags mal angerufen, das Erste, was du sagst: keine Ergebnisse. So bist du häufig drangegangen. Ja, das stimmt. Also das stimmt wirklich. Das war früher das Schlimmste. Ich habe nicht verstanden, warum man sich die Sportschau anguckt, wenn man weiß, wie das Spiel ausgeht. Ja, stimmt. So, das habe ich nicht verstanden. Und das war dann immer ein gewisser Sport, gerade wenn man später dann in der Innenstadt gewohnt hat und zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr oder so nichts mitbekommen darf. Und dann fährst du irgendwie Bahn, und überall gibt's ja da auch diese Bildschirme, und das ist dann manchmal wirklich, oder war es früher wirklich die Challenge, nichts mitzubekommen. Aber das ist eine gute Zeit für mich, so, ich würde mal sagen 95 bis 2005. Okay, dann gucken wir uns jetzt den Spieltag, den 29. Spieltag von 1994-1995 an. Du darfst dich jetzt entscheiden. Also Spitzenreiter war damals Werder, die im einzigen Sonntagsspiel damals den BVB besiegt haben. Damit sind sie auf Platz 1 gerückt, die Bayern auf 6, und davor sind Gladbach, Lautern und Freiburg. Also sehr geile Tabelle, muss man sagen. Du darfst dich jetzt entscheiden, Hendrik. Welches dieser 9 Spiele möchtest du näher angucken? Duisburg gegen 1860, 1:1. Da muss ich eigentlich nicht mehr weiter. Nee, das erster Treffer, boom, Wolle, ja, das nehmen wir. Treffer versenkt, absolut. Also wenn du mir sowas stellst, da kannst ja gar keine Alternative kommen. Höchstens Lautern hat noch einen guten Gegner. Das wäre die Alternative. Lautern gegen Freiburg, 4:1 verloren. Oh, hei, hei. Auch nicht schlecht, Perle, aber, ne? Aber ich bleib beim ersten. Okay, dann gehen wir jetzt zu Duisburg gegen 60. Aber Max, noch eine Aufgabe für dich. Ja. Fallen dir spontan in der ganzen Bundesliga-Geschichte 3 Spieler ein, die nie Trainer bei Lautern waren? nee, das geht ja auch. Siehst du? Das ist eine Fangfrage. Weil das gibt's nicht. Weil das ist, da sind wir letztens drauf gekommen, und wir dachten wieder, ich habe einen Michael Schönberg, und dann, nein, der war auch mal Trainer bei Lautern. Okay, komm, dann nehme ich jetzt was Absurdes. Kirti Rektal, nein, Trainer in Lautern. Gut, Chiriaco Sforza, mein Gott, nein, Trainer in Lautern. Andi Brehme, Trainer in Lautern gewesen. Also das ist wirklich schwierig. Jeff Strasser, Trainer in Lautern gewesen. Also das ist wirklich ein ganz schwieriges Spiel. Vielleicht gibt's jemanden im Rasenfunk, der diese Aufgabe lösen kann. Nein, es gibt mehr Lautern-Trainer als Menschen auf der Welt, ganz sicher. Ja, ich bin mir mittlerweile sicher. Also wir sind daran gescheitert an der Aufgabe. Aber okay, wir kommen zum Spiel. 1860 Duisburg? 1860 gegen Duisburg. Ich hab's jetzt, ihr könnt es auch aufrufen, wir müssen das nicht quizmäßig machen. Ich finde das immer so ein bisschen. Ja. Nee, das ist auch zu hart. Ihr haltet dem ja stand, aber ich wäre bei sowas aufgeschmissen. Also die 60er, das muss man sagen, das ist jetzt was, wo ich mich noch richtig gut dran erinnern kann. Mit Trares hinten als Ausputzer, davor Miller, Manni Schwabel und Kutschera, wobei in meiner Erinnerung, also die haben jetzt hier Miller zurückgezogen, ich dachte, Schwabel wäre immer so eigentlich Innenverteidigung gewesen. Nee, Schwabel war vor der Abwehr. Schwabel war immer Mittelfeld. So Ausputzer, okay. Miki Stevic im Mittelfeld. Ja. Und
und vorne tatsächlich Bodden, Winkler, die ja richtig gut mal waren. Also heutzutage guckst du ja auf 60 Kader nur noch aus so einem humoristischen Aspekt, aber das vergisst man ja. Ja, tut mir leid, aber ist ja so. Aber die konnten ja tatsächlich was. Da waren ja, das war ja auch mal eine Zeit, wo die Derbys hin und wieder mal interessant waren gegen die Bayern. Das ist schon ziemlich geil. Ja, also Bernhard Winkler und Olaf Bodden, wenn da eine Ecke kam, das war ja eine unfassbar Pferdestärken kam da an. Also Olaf Bodden im Übrigen ja später, ja wie soll man sagen, mehr oder weniger tragisch. Ich glaube, dass er immer noch am sehr, so sehr stark am pfeiferischen Drüsenfieber leidet. Der schläft ja nur, muss man leider so salopp sagen. Aber Olaf Bodden und Bernhard Winkler, das hatte so eine Wucht. Ich mochte Olaf Bodden als Stürmer total. Also der konnte nicht dreimal einen Ball hochhalten. Aber wenn da eine Ecke kam, ist der reingeflogen wie sonst nichts Gutes. Also ich mochte das Sturmduo auch total, wirklich. Und Miki Stevic war ja auch so ein Filigraner, ne? Also war so Ausputzer und Filigraner, fand ich so. Den mochte ich auch so. Ja, und gleichzeitig aber halt keiner, dem du deinen Autoschlüssel gegeben hättest. Also wie es halt damals oft so war. Nee, macht heute Import-Export, ist auch in Ordnung, aber als Spieler fand ich den ziemlich elegant, weiß ich noch. Ja, so ein bisschen so eine Billigvariante von Maurizio Gaudino, finde ich. Von der Art und Weise her. Ich wusste gar nicht, dass es eine teure Maurizio Gaudino-Variante gibt. Die Edelvariante, meinst du? Ja, genau. Aber Alex Kutschera, übrigens, wo wir bei den Innenverteidigern sind, der hat doch dann auch noch bei der Eintracht auch noch alles kurz und klein getreten. Ne? Entweder davor oder danach. Den packe ich eigentlich eher zur Eintracht, wo wir nämlich vorhin bei der Eintracht waren. Alex Kutschera oder Axel Kutschera, ich meine, der wäre noch bei der Eintracht gewesen. Alex, ja. Also er ist auf jeden Fall nicht Ulrich Kutschera, das ist nämlich ein deutscher Evolutionsbiologe. Das kann ich auf jeden Fall sicher sagen. Ja, das ist ja klar. Peter Novak, auch ein geiler Spieler. 1,60, ne? Auch ein geiler Spieler bei 60 damals gewesen. Also so ein ganz kleiner, linker Fuß, hatte super Durchsteckpässe damals. Und wenn du dann aber auf Zehner, ne? Ja. Auf Duisburg gehst, ich finde, da wird es halt dann schon, also bei mir wird es zum Beispiel dann sehr schnell dunkel. Also an Nihus, kann ich mich noch erinnern, Westerbeek. Joachim Hopp, ne? DJ Hopp. Also Joachim Hopp ist ja klar. DJ Hopp, der ja irgendwie das war ja so der Erste, der so mit diesem Ruhrgebiets-Habitus total kokettierte und damit auch ankam. Also macht er bis heute ja übrigens. Ich glaube, mit dem gibt es auch 3 Elf-Freunde-Interviews, wie der irgendwie sich nochmal hat Kohle ins Gesicht geschmiert und nochmal nach unten gefahren ist und gesagt hat, hier ist noch ehrliche Arbeit. Das hat damals schon kolossal genervt. Joachim Hopp hat kolossal genervt, konnte auch nicht Fußball spielen, wusste nie, welcher der starke Fuß war, ehrlich. Aber ist so eine Duisburger Marke, sag ich mal. Diese Run-Geschichte, hat er nicht auch mal dann im On gesagt bei Run irgendwie sowas wie, der Bank ist scheiße, kriegst du Pickel auf dem Arsch. Ja, so was. Auf der Bank sitzen ist scheiße, weil du Pickel auf den Arsch kriegst. Und das sind natürlich die Sachen, wobei Jörg Dahlmann sein Glück nicht fassen kann, glaube ich, das dann irgendwie auszuschlachten. Also das verbinde ich immer mit Joachim Hopp. Ja gut, heute wird es halt auf einer Fumskachel dann landen. Also so ein bisschen. Ja, klar, Logo. Logo. Also, aber da wird es dann irgendwann auch dünn, ne? Thorsten Wohler, da erinnere ich mich noch, Stefan Böger, Thomas Puschmann, dunkel, aber Igor Schalimov, Ferenc Schmidt, Franz Josef Steininger, da wird es schon bei mir auch düster. So. Naja, gut, Igor Schalimov, das wisst ihr ja, dass der Cheftrainer der russischen Frauennationalmannschaft von Mai 2008 bis April 2011 war. Das habt ihr ja noch drauf. Also, das muss man gut, sowas weiß man dann, ne? Logisch. Ja. Aber kann man sich halt an die Duisburger Zeit nicht mehr erinnern, weil richtig gestrahlt hat er halt dann später als Trainer. Stimmt. Übrigens, aber Alex Löbe, vorne als Striker, auch so ein 1,95-Typ, wo man immer so ein bisschen dachte, bist du auf dem Fußballplatz richtig oder wärst du eigentlich lieber der Dritte bei Gegen den Wind? Kennt ihr noch die Vorabendserie Gegen den Wind? Na klar. So, ne? Und da war Alex Löbe auch gern mit so einem Highlander-Zopf, wirklich ein Body von hier bis Meppen, wirklich großartiger Typ. Der war eigentlich kein Buffer, der war eher so Typ Surfer. Also würde mich nämlich wundern, wenn der heute in Sydney irgendwie eine Surfschule aufgemacht hat. Und Trainer natürlich, das ist natürlich auch eine Legende, Hannes Bongartz. Mhm. Und was war das Hobby von Hannes Bongartz? Na? Sulki fahren. Hannes Bongerts Hobby war Sulki fahren. Der ist auf der Trabrennbahn immer hin und her gefahren. Der hat einen eigenen Sulki gehabt. So nennt man ja diese komischen, Rikschas, hätte ich fast gesagt. Und der hat das richtig professionell gemacht.
der ist Sulki-Fahrer gewesen, Hannes Bongartz. Damals hatte man noch Zeit für Hobbys. Als mein Trainer. Ja, und als er zu Gladbach kam, der hatte auch noch eine glorreiche Zeit bei Gladbach. Da war ich am ersten Spieltag auf dem Bökelberg und dann habe ich mir das Fohlen-Echo gekauft und dann stand vorne drauf, Hannes, der kann es. Und da war mir klar, das wird was mit Hannes Bongartz. Das wäre aber auch lustig, wenn jetzt so ein neuer jugendlicher Trainer Sulki fahren als Hobby hätte, ne? So ein Julian Nagelsmann. Genau. Irgendwie Julian, so, du bist ein neuer Trainer und du bist so, nee, meine Landschaft ist Sulki fahren. Ach so, und nee, wir sind hier bei den Sulki-Freunden e.V. Und ich fahre vor den Heimspielen am liebsten erstmal 2 Runden Sulki. So, genau. Eine lustige genau. Geschichte. Ich fange mir mal ein Dorsch mit Horst Rubisch. Dann komme ich runter. Ja, richtig, richtig. Es gibt übrigens in Bremen gab es oder gibt es anscheinend irgendwie dieses Event. Und ich glaube, aus Hannover gibt es da irgendwie auch Bilder oder weiß ich nicht, von irgendwelchen Sulki-Touren, wie dann irgendwie die halbe Mannschaft von Werder Bremen im Sulki sitzt. Da gibt es legendäre Bilder, wie Tim Wiese auf der Sulki-Fahrt ist. Ja, stimmt. Ja. Von Claudio Pizarro, Pferdefreund Tim Borowski. Und das gibt es aber auch von Mirko Slomka. Also da gibt es wunderbare Sulki-Bilder. Ne? Stimmt. Also Props an alle Sulki-Fahrer, die bestimmt oft auch während der Sulki-Fahrten den Rasenfunk hören. Und all die sind gegrüßt. Ja, absolut. Die sind sehr, sehr herzlich gegrüßt. Ich würde sagen, man könnte noch so viel auf 29. Spieltag gucken. Ich muss mich wieder mal entschuldigen bei den Hörern, die Input gegeben haben im Forum. Wir konnten allerdings so zeitlich langsam an unser natürliches Ende. Wir haben ein bisschen lang fürs Setup gebraucht. Geben wir einfach Corona die Schuld. Wir wollen aber unbedingt noch eine Legendenelf machen. Und ich würde sagen, dazu müssten wir jetzt kommen. Und ihr habt vorgeschlagen, beziehungsweise wir haben uns eigentlich gemeinsam wir haben eine DFB-Taskforce eingerichtet. Das ist wie die Trainerfindungskommission, die es damals gab. Und dann haben wir es eingeengt. Was könnte unsere Legenden-Elf sein? Natürlich ein geklautes Format aus Doppelsechs. Wir wollen die Elf der Legenden machen, die wir live im Stadion gesehen haben. Ich habe so eine Elf noch nie anmoderiert. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Gehen wir einfach so rein und durch, oder? Als erstes bastelst natürlich erstmal noch einen Jingle. Ne? Das ist ja klar. So, genau. Dann machst euer Legenden-Elf-Jingle, der ist natürlich legendär. Legendär. Und dann, genau, gehen wir am besten die Position für Position durch. Und wenn man eine kleine Randnotiz hat, warum man sich dafür entschieden hat, ist das natürlich schmissig. Ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir so an. Ihr müsst vorlegen. Hendrik im Tor. Wer ist deine Legende? Das ist schön, weil Ole das vorhin schon locker den Namen mal erwähnt hat. Und deswegen, weil es da eine kleine Doppelsechs-Geschichte gibt, ist es bei mir Frank Rost. Der ist bei mir im Tor, denn ich habe eine Zeit lang über einen Freund, ich habe ja keinen Verein, von dem ich Fan bin oder so, war ich eine Zeit lang, der hatte VIP-Karten immer für den HSV. Das war so die Saison 2003, 4, 5, 6, 7, so in dem Zeitpunkt war ich, wo der HSV auch erfolgreich war. Und da war ich eine Zeit lang regelmäßig mit dem im Stadion und da war ja auch Frank Rost Torwart. Und Frank Rost haben wir auch mal angefragt für Doppelsechs und der war auch einer, der auf WhatsApp nie reagiert hat und dann dachte ich irgendwann, ich rufe mal an und dann habe ich halt mit Frank Rost telefoniert und Frank Rost war einer von denen, der so gar nichts sagt. Das heißt, ich erzähle Hendrik von Bölzingshöfen von Doppelsechs, wir machen hier und das und dann redet man so 1,30 und von der anderen Seite kommt nichts. Und dann kam irgendwann die Frage von ihm, ja gut, aber dann soll ich dann nach dem Training zu ihm zur Show kommen? Wo ist denn da der monetäre Anreiz für mich? Und da dachte ich, ja, also nee, den können, also nee, da, das haben wir jetzt, also Geld können wir leider nicht zahlen. Ja. Naja, wie viel Kohle gibt's, ne? Ja. Und dann war es halt für uns halt so, naja, also nee, Geld können wir nicht zahlen, aber wir würden uns total freuen. Natürlich, wir können Ihnen eine Tankfittung, die können wir natürlich bezahlen. Und da meint er, na, ich fahre vom Training da über eine Stunde hin danach und dann soll ich da sitzen? Was bringt mir das denn? Ja, und da wurde es halt sehr dünn auf meiner Seite. Halt. Argumentativ, wenn man da sagt, nee, also wir hätten auch andere Gäste, ja wer denn? Ja, wir sind dann noch in Gesprächen, weil wir halt noch überhaupt nichts fix hatten halt, ne? Und dann war es einfach klar, ja, das wird nichts und das lassen wir aber auch mal wieder sein. Also deswegen für diese tolle persönliche Erfahrung ist Frank Rost mein Torwart der Legendenelf. Das ist stark. Ole? Ja, ich sage nur zwei Worte und möchte danach, um den Namen nur wirken zu lassen. Ich habe keine Erklärung, ich will den Namen aber eine Sekunde stehen lassen und darum bitte ich euch, weil dieser Mann hat das verdient und das tue ich jetzt. Jörg Stiel. Hm.
Ja, da kann man nichts sagen. Da kann man wirklich nichts sagen. Gibt's keine zwei Meinungen. Eben, ja. Nee, der hatte immer Stil, ne? Ja. Ja, so. Max? Es ist auch schon spät, muss man dazu sagen. Bei mir war es ein harter Zweikampf zwischen Marc Schwarzer, den ich bei der WM 2006 gesehen habe, aber dann hat sich überraschend durchgesetzt Robert Wolnikowski. Ja, und klar. Ich weiß nämlich. Völlig nachvollziehbar. Ich habe den gesehen, als die Bayern-Amateure in Würzburg gespielt haben. Ich komme ja aus der Würzburger Ecke, also Großraum Würzburg. Da hat er bravourös bei diesem 1:0 seinen Kasten sauber gehalten. Und ich weiß nicht, warum der mir so präsent ist. Also jetzt im Nachhinein habe ich mir dann angeguckt, ah ja gut, der hat ja 300 Spiele gemacht in der zweiten und dritten Liga, also wahrscheinlich kommt es daher. Und ja, war bei Union und dann so ein paar Westvereinen, Essen, Aalen, Siegen. Aber irgendwie, der hat bei mir mehr ausgelöst als Marc Schwarzer. Und deswegen habe ich gesagt, dann gehst du ins Tor. Bist meine 1A, habe ich gesagt, Robert. Ja, finde ich gut. Da freut er sich. Und bei Wolnikowski, ich habe den auch mal bei Würzburg gesehen. Und das ist ein unfassbares Vieh, dieser Typ. Also ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, wenn er lange Haare hätte, wäre er der Undertaker so ein bisschen. Also der ist ein richtiger Kavenzmann. Also Wolnikowski finde ich eine großartige Wahl. Henna, wie sieht deine Kette aus, deine Viererkette? Ich spiele mit Dreierkette. Ich spiele 3-4-3, okay. Offensiv. Mhm. Ich habe geile Kanten. Ich nenne sie einmal ganz kurz durch und dann kurze Erklärung. Jürgen Kohler, Holger Stanislawski und Steven Taylor. Natürlich. Jürgen Kohler, ich war 1997 beim Länderspiel in Hannover, Deutschland gegen Albanien, EM-Qualifikationsspiel. Es hat geregnet wie aus Eimern. Man hatte so einen Sitzplatz, der irgendwie aber nicht überdacht war. Das heißt, es regnete die ganze Zeit. Und ich habe nachgeguckt. Und Iglitar hat für Albanien getroffen. Wirklich, 100 doppelt, Pro. Doppelt, ja. Doppelt, glaube ich. Siehst du? Ja. Und ich weiß es heute, bis heute noch, das Spiel endete 4:3 für Deutschland. Aber bis zur 55. Minute stand es 0-0 und dann kam eine komplett harmlose Flanke von den Albanern aus dem Halbfeld. Es ist niemand im 16er, bis auf Jürgen Kohler, und der sagt, ich netze einfach mit dem Flugkopfball ein. Ne? Ja. Und dann hat er schön das Eigentor gemacht. Man dachte so, warum war denn da jetzt, was war denn da los? Und dann macht er doch das Zeichen, das muss mir doch jemand sagen. Aber die Albaner waren kurz bis hinter die Mittellinie vorgerückt, aber anscheinend hat alleine der Atem von Iglitare so viel Angstschweiß in ihm versetzt. Und Jürgen Kohler war ja später auch noch auf Management-Ebene sehr erfolgreich bei Duisburg und Leverkusen tätig. Insofern ist es Jürgen Kohler. Bei mir dann Holger Stanislawski, weil ich die Karriere bis heute interessant finde, trainermäßig bei St. Pauli, dann dieser Schritt nach Hoffenheim, dann kurze Zeit später nach Köln, dann aufgehört und jetzt leitet man nur noch den Rewe in Hamburg und ist irgendwie aus dem Trainergame so raus. Das finde ich ist einfach auch eine interessante Vita. Und Steven Taylor hat für Newcastle sehr lange gespielt und Ole und ich waren, glaube ich, mit das erste Mal in der Premier League im Stadion und haben gesehen Everton gegen Newcastle und wir saßen sehr nah, ungewöhnlich nah am Spielfeldrand und du sitzt da irgendwie 3 Minuten und da kommt Steven Taylor von der Seite angerauscht und ich glaube, der hat Steven Pina da also alles getroffen. Ja, und ja. Und der ist quasi in uns reingegrätscht. Ole hat danach den Stollen in den Zähnen gehabt, hat sich geschüttelt und weiter ging's. Und Steven Taylor auch Oberschenkel wie Litfaßsäulen. Aber keine Reaktion. Steven Pina steht auf. Es gibt Einwurf für Everton und weiter geht's. Und Steven Pina ist, glaube ich, danach im 3-Minuten-Takt mit irgendwelchen Grätschen da. Und ich glaube, wir kannten den vorher nicht und dachten, wer ist denn das bei Newcastle? Und dann hat man festgestellt, es ist eine Verteidigerlegende, Steven Taylor. Sehr, sehr stark. Ja, ist nicht dieser, ich muss die ganze Zeit an den Typen von Indiana von Cleveland denken. Taylor, der ist auch Taylor, dieser. Aber Ole, du weißt es noch, wie der immer mit seinen Stollen. Ja, total. Der wurde ja immer beschimpft, Alter. You lazy twat. Der wurde auch immer geil beschimpft im Goodison Park. Ja, geile. Ich spiele mit einer Viererkette und ratte auch durch, weil, ja, steht für sich irgendwie. Sören Kolding. Joel Martip, Raik Schröder, Diego Placente. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Ja, absolut, absolut. Also ich will nur 2 Sätze zu sagen. Diego Placente, weil er, wie gesagt, ich werde nie den Gag vergessen und diesen Gag benutze ich seitdem, als sie auf dem Bökelberg, Borussenpark muss fast gewesen sein, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bei Gladbach gespielt haben. Geht mir dieser Biostudent Placente auf den Sack. Und ich fand diese Bezeichnung Biostudent für Diego Placente äußerlich einfach treffend. Das ist sorry to say, liebe Biostudenten im 8. Semester. Und Joel Martip habe ich letztes Jahr erst gesehen, Liverpool gegen Bayern. Unfassbar.
unfassbar guter Spieler. Also ich habe den, ich habe immer gedacht, was will der bei Liverpool? Ich denke ja mal, ich kann Matchpläne voraussagen, beziehungsweise Transfers voraussagen, die was bringen und nicht. Und da habe ich gesagt, was will der da bei Liverpool? Und Joel Matip ist ein unfassbar, aus meiner Sicht, unterschätzter Spieler. Und Sören Kolding und Raik Schröder muss ich euch ja nicht erklären. Da musst du nichts dran, zu erzählen. Nee, eben, deshalb. Ja. Ich spiele auch im 3-4-3. Ähnlich offensiv. Mhm. Ich ratter auch durch. Ich habe drei Männer genommen, die wirklich exemplarisch für ihren Verein stehen. Dick van Buurik, Uwe Klitzperer und Rodrigo Costa. Uwe Klitzperer oder Alexander Klitzperer? Uwe Klitzperer. Echt? Wer ist denn? Ich kenne nur Alexander. Moment mal. Nee, Alexander Klitzperer. Ah, Entschuldigung. Ich bin durcheinander geraten. Den habe ich gesehen bei Aachen gegen Freiburg. Ja. Und zwar war das. Aber bei dem war auch nie so, bei dem war auch nie so ganz klar, Fußballer, war das so die richtige Wahl, oder? So würde ich sagen. Wie bist du nur dieses Trikot auf diesen Platz gerutscht? Du bist ja irgendwo falsch abgebogen, ne? Ja. Ja, ist, okay, man kann jetzt erahnen, wen ich vorher als Innenverteidiger da hatte. Er hatte den Vornamen Uwe, jetzt dürft ihr selber raten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ist natürlich, Mörle. Elas. Ich werde es nicht verraten, weil ich habe mich auf drei jetzt festgelegt. Aber ich habe Klitzperer genommen. Also das war das Glühweinspiel, das habe ich vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal in der Schlusskonferenz angesprochen. Rasenfunkhörer und Hörerinnen wissen Bescheid. War auswärts Aachen in Freiburg. Ich habe in Freiburg studiert, -12 Grad. Ganz, ganz furchtbares Spiel. Aber da waren waren in der Aachener Mannschaft waren viele geile Pöhler, muss man sagen. Aber Klitzperer ist irgendwie so an mir hängen geblieben, weil die haben dann auch in Überzahl gespielt. Und Freiburg hat dann relativ viel geflankt, was damals sehr untypisch für die war. Und eine nach der anderen einfach rausgeköpft. Aber halt auch so ohne hinzugucken, weil das war für ihn die leichteste Übung. Dick van Buurik habe ich gesehen. Das war das erste Spiel, was ich im neuen Stadion in München gesehen habe. Und das war damals, also da hätte ich aus der Hertha-Mannschaft von damals jeden nehmen können. Also im Tor war Gerhard Tremme zum Beispiel. Haben damals 3-0 gegen die Bayern verloren. Und für mich ist halt van Buurik, Dick van Buurik, das ist für mich einfach Hertha Bundesliga. Und zwar auch so stellvertretend dafür, wie die Hertha damals war. Also für mich ist es nicht Marcelinho und Deisler und so weiter, sondern für mich ist die Hertha immer Dick van Buurik gewesen. Und Rodrigo Costa hat halt diese geile Vita, dass er damals vom FC Santos, hätte ich vorher nochmal nachgucken sollen, aber ich glaube vom FC Santos zu 1860 gewechselt ist und man sich damals dachte, krass, was geht denn jetzt bei denen ab? Ja, und ich weiß nicht, ob ihr noch die weiteren Stationen von Rodrigo Costa kennt. Ich kenne sie nicht, also es ging nicht so viel. Nee, da bin ich auch überfordert. Im Zweifelsfall Botafogo. Ja, Schachtja Donetsk, kurze Leihe. Mit Glück noch der russische Markt mitgenommen. Ja, genau. Übrigens, Alex Klitzperer ist mir letztens über den Weg gelaufen, als ich bei Darmstadt war, am Böllenfalltor. Ich weiß gar nicht, St. Pauli oder wer hat da gespielt, da muss ich dahin. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja auch mal immer so geil. Dann siehst du in so Zweitligastadien, siehst du noch so irgendwie, rennt da so einer rum und der ist da, glaube ich, Chef-Scout. Und denkst so, Mensch, das Gesicht. Und der sieht geil aus. Geiler Macker, echt, wirklich. Absolut. Geiler, also optisch war der damals besser als alles andere, was es bei 1860 gab. Das muss man echt sagen. Weil das war visuell war das eine ganz finstere Zeit bei den 60ern. Aber halt spieltechnisch. Total. Also ich habe jetzt seine letzten Vereine noch rausgesucht. Also von 1860 ging es zu Standard Lüttich. Arminia, oder? Arminia doch vorher, oder? Oder später? Nee, Arminia taucht hier gar nicht auf. Es ging zu Standard Lüttich. Dann war er. Ich bin bei Rodrigo Costa. Entschuldigung, sorry. Ich bin bei Rodrigo Costa, genau. Dann von Standard Lüttich zu Vereinslos, von Vereinslos zu Cerro Porteño. Und das geht jetzt im 6-Monats-Takt weiter, das ist Wahnsinn, da hat er gespielt. Ja, das ist doch herrlich. PAE Veria, dann wieder vereinslos, dann bei Metropolitano, bei denen hat er vorher noch nicht gespielt, dann bei Marília und da ging dann seine Karriere zu Ende. Also auch wirklich, jetzt nur Vereine, von denen ich noch nie gehört habe. Und Standard Lüttich. Aber wenn ich so eine Vita sehe, ne, dann denke ich immer, meine Steuerberaterin, die sich immer aufregt, so, ja, ach, da hast du da noch einen Job gemacht und da, also so als freier Journalist da jetzt mal, ne? Aber stell mir vor, da bist du Steuerberater der letzten 5 Jahre von Rodrigo Costa. Da muss ich nicht, dass der einen Steuerberater hatte, ehrlich gesagt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Einfach nur alle Quittungen in Schuhkarton abgeben, mach was draus, ne? Aber wie lustig, genau. Wenn das jetzt das Missverständnis wäre, dass
der jetzt Chef-Scout oder irgendwie Scout ist bei Darmstadt. Das wäre nochmal eine schöne, schöne Pointe. Und Ole denkt, Ricardo Costa, da klingelt doch was. Sag mal, warst du mal in der zweiten Liga in der Ukraine? Irgendwas klingelt da. Nach einem Intermezzo beim paraguayanischen Fußballverein Cerro Porteño, bei dem er auch in der Copa Libertadores eingesetzt wurde, spielte Costa einen Monat lang bei dem griechischen Erstligisten Veria FC und war anschließend dann bla 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 weiter aktiv. Ja. Ein Monat. Klingt gut. Das klingt gut, ja. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Soll ich einfach mal mein Vierer-Mittelfeld abfeuern und ihr habt eh die geileren Geschichten. Bitte. Mato Jajalo. Ja. Oh ja, Gott, ja. Ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass ich ein Spiel von dem gesehen habe. Ich bin so ein bisschen durchgegangen, so Spiele, wo ich so im Hinterkopf hatte, okay, da standen lustige Leute auf dem Platz. Habe ich mich so gefreut, dass der da beim 6:2 des HSV gegen Köln hat der gespielt. Ali Karimi. Einfach auch, weil der diese lange, hohe Stirn, vor allem, ich weiß noch, wie der dann zu Schalke gewechselt ist und ich war dann beruflich auf Schalke und ich hatte die Tür noch gar nicht zugemacht, da hat der Taxifahrer schon angefangen, über Felix Magath abzukotzen, weil das genau die Zeit war, wo er Karimi und ich glaube Charisteas geholt hatte. Ja. Und sagen wir so, die Schalker waren skeptisch. Das war eine Max, sehr, sehr eine schöne Frage noch, ja. Welche Nummer hatte Karimi auf Schalke? Die 10? Ich glaube, würde ich auch. Yep, die 10. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Ja. Ach Gott, sehr schön. Dann und auch immer, aber Ali Karimi auch immer Gesichtsausdruck wie drei den Zug Typen verpasst, in Amsterdam, wie so den ein Zug verpasst. Ja, genau. Ja, und hatte auch immer die Stutzen nie richtig hochgezogen. Das hatte immer so eine gewisse Lässigkeit. Das Problem war, dass aber halt sonst an ihm wenig lässig war. Also so in der Antrittsschnelligkeit war schon lässig, aber ansonsten. Genau. Er hatte immer so einen Habitus, wo man sich fragte, woher kommt der denn eigentlich? Aber gut. Sehr gut. Dann habe ich aus persönlicher Verbundenheit, weil das so meine Zeit in Freiburg war, Alexander Jaschwili, wo ich noch weiß, dass Freiburg am letzten Spieltag hätte aufsteigen können, wenn Cottbus gegen 60 gewonnen hätte. Cottbus führte 1:0 und dann hat der SC Freiburg einen Elfmeter im letzten Spiel für den SC, läuft Jaschwili an vor der Nordtribüne und hebt den Ball halb hoch in die Mitte, Torhüter bleibt stehen und fängt ihn. Und ich dachte mir so, okay, gut, jetzt zerreißen sie ihn, weil es geht halt um den fucking Aufstieg. Aber der Typ neben mir meint nur so, ach Mensch, Yashi. Und das war schon das Härteste, was von der Tribüne kam. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie es halt einfach in Freiburg ist, im Stadion zu sein. Das werd ich nie vergessen. Schön. Und dann, passt jetzt taktisch nicht so ganz, aber er musste mit rein, Jeff Strasser. Und zwar nicht bei Gladbach, sondern ich habe ihn gesehen im letzten Spiel vor der WM 2006, Deutschland gegen Luxemburg, auch in Freiburg. Und da hat Strasser logischerweise bei Luxemburg gespielt und es war so lustig, weil der war wirklich der Einzige, der mit dem Ball halbwegs umgehen konnte. Die Deutschen haben gar nicht so krass gut damals gespielt, die haben ja auch noch gar keinen Ballbesitzfußball damals gespielt, aber wirklich nur, wenn Strasser den Ball hatte, dann war er mal für 1,5 Sekunden im luxemburgischen Ballbesitz und dann hat er aber auch schon gesehen, okay gut, das hilft ja nichts, ich schicke jetzt irgendjemanden lang und dann können wir uns hinten wieder formieren. War ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber straffer. Aber lang schicken konnte der. Lang schicken. Das stimmt. Also, das muss man sagen. Ja, ja. Nur die Abnehmer haben nicht mitgedacht. Ja, aber in Freiburg ist der Platz auch so klein, weißt du? Da muss man sich erst adaptieren. Und Strasser hätte auch locker im deutschen Trikot mithalten können. Das muss auch nochmal dazu erzählt sein, ne? Ja, total. Klar. Damals vielleicht wirklich, aber egal. Na, wahrscheinlich nicht. Ich spiele auch mit Vierer Mittelfeldreihe. Und zwar, ich nenne sie einmal kurz. Und zwar Julian Brandt, Piotr Tuchowski, Andrea Pirlo und Carsten Pröpper. Ja, wieso? Hä? Pröpper hat die 10 und alle Freiheiten nach vorne. Pröpper damals mein absoluter Lieblingsspieler beim FC St. Pauli. Die 10 auf dem Rücken, blondes Haar, das war so meine Zeit, wo ich oft im St. Pauli-Stadion war. Carsten Pröpper war mein Spieler. Julian Brandt ist einer von den aktuellen Spielern, den ich wirklich sehr gerne zusehe. Ich habe ihn diese Saison gesehen in der Hinrunde beim Spiel Köln gegen Dortmund. Und da kam er, ich glaube, an der 60. Minute rein und war der Game Changer. Und den mag ich, ist eigentlich vielleicht sogar mit meinem Lieblingsfußballer zurzeit. Piotr Tuchowski, gegen den habe ich noch selber gespielt, als er damals beim FC St. Pauli gespielt hat. Und der hieß immer vom 84er Jahrgang, oh, das ist der krasseste, das ist der krasseste. Dann ging er zu Bayern München. Und später habe ich ihn dann auch im Stadion gesehen. Und Piotr Tuchowski als damals persönlicher Gegenspieler. Und
Andrea Pirlo, natürlich auch ein Idol von mir, habe ich natürlich gesehen beim Spiel New York City FC gegen New England Revolution. Da hat Pirlo gespielt auf der 6 und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Er hat sich nicht das Trikot schmutzig gemacht und hatte, glaube ich, auch keine übertriebenen Schweißflecken nach dem Spiel. Also er hat die Wege gemacht, die nötig waren. Aber auch keinen Meter mehr. Aber halt auch schon ganz schön ungerecht, dass du halt auch Pirlo in seiner Prime-Zeit dann erlebt hast. Genau, ich wollte extra nicht ihn in Italien sehen, sondern bin extra wollte in New York die wichtige Zeit sehen, um natürlich zu sehen, wie das Zusammenspiel mit David Villa funktioniert. Ne? Ja, stimmt. Aber es gibt so eine, wie heißt nochmal, dieses fußballerische Hipster-Magazin. Ich hatte das eine Zeit lang abonniert. Ich dachte, du meinst die Baller. Ja, genau. Nee, wie hieß das andere Ding damals, was zur WM 2006 parallel zu Elf Freunde rauskam? Rund gab's noch? Rund, genau, das wollte ich nennen. Rund. Und die Player. Die Player war auch gut. Mhm. Nee, Mundial gibt's. Und Mundial lebt eigentlich so vom Layout und von den unfassbar tollen Fotos, die ja schon in der Elf Freunde häufig gut sind, gerade die Fotos, aber das ist nochmal so High-End. Und die haben mit Andrea Pirlo in New York City im East Village so eine Fotoreihe gemacht. Ja, also da bleiben keine Wünsche offen, muss man ganz klar sagen. Wenn Andrea Pirlo an der Ampel im East Village in New York in so einem Cardigan für $800 oder geil wäre auch in so Balenciaga und so Bling Bling auf einmal. Also, das okay, mein Mittelfeld. Relativ profan hätte ich es fast gedacht, beziehungsweise fast erwartbar. Der Name fiel gerade schon, ich glaube, von Max. Aber es war tatsächlich die Zeit, wo er wie Phönix aus der Asche kam. Sebastian Deisler. Ich habe tatsächlich das Tor gegen 1860 von ihm im Stadion gesehen, wonach am nächsten Tag der Kicker titelte Ganz Europa jagt Basti Fantasti. Also Sebastian Deisler für mich immer noch, die Geschichte ist natürlich unfassbar tragisch, aber auch trotzdem auch unfassbar spannend. Auch das Buch finde ich ja auch wirklich ein toll gelungenes Buch. Mhm. Aber fußballerisch fand ich das wahnsinnig krass, was der konnte. War einer von zweien in Europa, der damals Flanken schlagen konnte. Der zweite war David Beckham. Die waren die einzigen, die quasi sowohl den Schnitt als auch dieses, dass die Flanke runterfällt und halt quasi nicht verteidigbar ist, wenn sie genau auf die Stirn landet. Das haben nur die beiden hingekriegt. Und witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, es war die EM 2-4, wo England gegen Deutschland gespielt hat. Da haben die sogar gegeneinander gespielt. Meine ich, da gab es England-Deutschland. War das die finstere... Oder war das 2000? Nee, 2000 muss das 2000 gewesen sein. Und ja, genau, 2000, wo sie gegen Portugal nachher drüber gekriegt haben, wo Gott sei Dank Matthäus nochmal als Libero aufgelaufen ist. Das war die EM. Und da habe ich auch wirklich gedacht, auch von den Bewegungen ein bisschen, Deisler und Beckham ähneln sich in den Bewegungsablaufen, habe ich damals gedacht. Und mit den Flanken sowieso. Aber ich mache weiter. Dann habe ich Philipp Coutinho, aber aufgrund des Spiels, vor vier Jahre, Man City gegen Liverpool, im Etihad damals. Ich glaube 3-1 für Liverpool. Ich habe selten einen dominierenden Mittelfeldspieler in einem Spiel gesehen wie da. Und als dann der später zu Bayern ging, irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist es so, blickt man ja auf so einen Spieler, ich will gar nicht sagen anders, aber dieses Spiel, ich habe nie was Dominanteres im Mittelfeld gesehen. Unfassbarer Spieler. Und dann natürlich, wer spielt natürlich neben Sebastian Deisler und Philipp Coutinho in meinem Dreier-Mittelfeld? Carsten Ramelow. Fast. Flipsen, aber auch nur durch die Athena-Zeit, oder? Ja, durch die Athena-Zeit, absolut. Weil du ja bist ja eine Zeit lang Panathinaikos hinterhergefahren, also aus der Zeit war das wahrscheinlich, ne? Ich gehöre immer noch den Ultras da an, ja. Das ist mein Mittelfeld. Stark. Ja, darf ich mit dem Sturm weitermachen? Logisch, komm. Ja, okay, weil das will ich auch in einer Reihe sagen. Und also in einer Reihe, ich habe ja nur noch zwei. Ich habe zwei Striker, die ich gerne aufstellen würde. Und ja, also ich muss kurz einführen, die passen gut zusammen. Die haben sich im Training auch aufgedrängt, wo du auch merkst, da arbeitet der eine für den anderen. Das ist eine ziemliche Symbiose. Und deshalb werden die bei mir in der Starting 11 vorne spielen. Und die haben auch mein absolutes Vertrauen. Ante Jeskowiak und Lionel Messi. Oh. Na gut. Na gut, klar. Ja, macht doch Sinn. Na, der eine läuft den Raum frei. Und was Juskowiak dann mit dem Ball macht, das wird man dann ja sehen. Genau. Am besten schnell irgendwie abspielen. Ja, genau. Ich kann nur hoffen, dass Messi die Räume richtig deutet, die Juskowiak anbietet. Ja, ja. Es wird von dem Blinden mit Juskowiak.
Du hast mit Juskowiak natürlich einen Spieler, der sowohl die Bälle in der Luft festmachen kann, als auch mit dem Rücken zum Tor agieren kann, mal einen Tropfen lässt, aber auch selber abschließen kann, sowohl in der Box als auch von außerhalb. Ne? Aber wie geil wäre das auch, wenn du Juskowiak und Messi auch in deine Elf aufstellst und Juskowiak schnallt es auch wieder nicht, kommt nur über rechts, über links, will bis zur Grundlinie und macht hohe Dinge in die Box auf Messi, so weißt du. Ja, klar. Aber du hast natürlich vertauschen Glück, so die Rollen. Du hast natürlich Glück, dass Flipsen die Bälle in die Schnittstelle spielen kann. Die kann Juskowiak sich dann holen, 2-3 aussteigen lässt, dann Querpass auf Messi und der muss nur noch netzen. Das klingt schon richtig sinnvoll bei und dir. Und der spielt ihn aber immer so richtig schlecht an, so irgendwie auf Schienbeinhöhe. Messi schafft es dann aber immer noch, das Tor zu machen. Und Juskowiak ist aber schon total genervt, weil er sich denkt, Mensch, das muss doch besser gehen, Junge. Das gibt's ja nicht. Absolut, absolut. Ja gut, das ist zeitlos. Ihr seid dran mit euren Stürmern. Soll ich vorlegen? Ja, gerne. Also ich habe jetzt ja auch noch drei. Zum einen Bobby Wood, und zwar nicht den aus Hannover, den Bobby Wood. Ne? Nein, den Bobby Wood von 1860. Ich habe den noch gesehen bei einem Derby hier in München. Und ich weiß das noch so genau, weil das ganz kurz vor einem wichtigen familiären Ereignis für mich war und ich trotzdem noch da unbedingt hin wollte und mir dafür familienintern einiges an Kritik gefallen lassen musste mit den Worten, wenn du jetzt krank wirst, dann war's das. Und dann fing es ganz schlimm an zu gewittern und es war hier halt im Stadion an der Grünwalder Straße, logischerweise, weil es die Amateure waren gegen 60. Und das war ein legendäres Spiel, 1-0 für die Bayern, nee, 2-0 sogar. Blitze hinter den Tribünen, mega, mega gut und Bobby Wood, 3 Ballkontakte maximal, das war einfach unfassbar. Und irgendwie hatte ich den dann seitdem dann immer so ein bisschen im Blick und er hat mir noch viel zurückgegeben, also für dieses, dass ich ihn im Blick hatte, das möchte ich so sagen. Galt immer beim HSV als, bringt eigentlich alles mit, aber irgendwie klappt es überhaupt nicht, ne? Ja, genau. Und dann kam ja von Union, war das doch, oder? Bei Union hat er in der zweiten Liga so viele auch Kopfballduelle gemacht und dann hat er beim HSV gespielt und plötzlich haben sie ihn immer tief angespielt und er sollte sich zwischen die Linien fallen lassen und ja. Beim HSV hat er den Spitznamen, also es gibt natürlich diesen einen Chant, Bobby Wood, und beim HSV hat er bei einigen meiner HSV-Freunde hat er den Spitznamen, das ist leider ein bisschen Profiling, Yakari. Kennt ihr Yakari, die Kinderserie mit diesen Indianern? Nee. Okay, na dann bringt der Joke nichts. Aber Bobby Wood wird bei vielen HSV-Fans, wurde er Yakari genannt. Ja. Okay, neben Bobby Wood, Mark Viduka. Ich war bei einem Spiel, da konnte ich mich nicht entscheiden, wen ich nehme. Ich war beim WM-Spiel. Harry Kewell oder Mark Viduka? ja, wobei Harry Kewell wurde da nur eingewechselt. Tim Cahill wäre natürlich noch da gewesen. Ah, ja, stimmt. Nee, da hat Brasilien gegen Australien gespielt in München und das war das einzige WM-Spiel, bei dem ich war. Und da waren wirklich, also Marc Schwarz habe ich vorhin schon erwähnt, dann Toni Popovic hat er gespielt. Chipperfield hat er bei Australien gespielt, den kannte man, also wegen des Namens Scotty. Hatte ich den irgendwie immer auf der Platte so ein bisschen. John Aloisi. Craig Moore hinten drin. Craig Moore, genau. Craig Moore da auch noch. Genau, der war auch noch mit dabei. Und John Aloisi wurde eingewechselt für Craig Moore dann. Und dann aber halt, also Australien kannst du jeden nehmen. Brasilien, ganz schön dünn besetzt. Also Dida, Cafu, Carlos, Juan, Lucio, Ronaldinho, Emerson, Seroberto, Adriano, Kaká, Ronaldo. Robinho wurde noch eingewechselt, hat sich jetzt keiner aufgedrängt. Da will man keinen haben. Nee, finde ich. Nö, wenn dann Adriano. Ja, oder das habe ich jetzt nicht gesagt, derjenige, der auch das 2-0 gemacht hat, war Fred, der kam in der 88. für Adriano. Ja, natürlich. Fred, großer Freund der Redaktion, absolut. Also die Freunde der Redaktion sind Dida, die Freunde sind aber auch Adriano und Fred. Das sind so die Buddies der Doppel-6-Redaktion. Hulk, weil er jetzt irgendwie schon zum dritten Mal seine Nichte geheiratet hat oder so, ich glaube. Ja, das stimmt. Also Adriano aber natürlich nur, weil er bei Pro Evolution Soccer so gut war, weil er der Lieblingsspieler vom Entwickler war, oder? Da sind wir uns einig. Ja der hatte doch Schusskraft 105 und Schnelligkeit auch 105, ne? Ja, ja. Klar. Ja. Und dann habe ich noch als Überraschung, um das mal auch ein bisschen aufzubrechen, Alexander Popp. Als dritte. Und ich glaube tatsächlich, dass sie die einzige ist, die auch was kann vorne drin. Die habe ich gesehen, da war die 19 im DFB-Pokalfinale gegen, Duisburg gegen, jetzt kriege ich es nicht mehr ganz hin. Irgendjemand, Jena. Duisburg gegen Jena. Duisburg hat auf jeden Fall gewonnen und sie war damals ganz jung. Und das Krasse ist nämlich, dass die Geschichten von Angreiferinnen in der Nationalmannschaft und im Frauenfußball ist es ja dann auch ein bisschen gleichbedeutend mit der Bundesliga, da gab es immer eine krasse Strikerin. Erst Heidi Mohr,
Dann kam Birgit Prinz. Mhm. Vor allem Birgit Prinz haben natürlich alle mitbekommen. Und ich glaube, dass Alex Popp eigentlich die Nachfolgerin ist, aber das irgendwie, also außerhalb der 2011er WM im eigenen Land, wird da irgendwie nie drüber berichtet und finde das so komisch, weil die hat schon 107 Länderspiele gemacht, 53 Tore. Beim VfL Wolfsburg, die schießen ja sowieso gerade alles kurz und klein, sind ja bei weitem die erfolgreichste Mannschaft im Frauenfußball. Und ich finde das so krass, dass ausgerechnet um die auch eigentlich, also die sagt auch schlaue Sachen, die hat auch einen ganz guten, glaube ich, Horizont, der auch über den Fußball hinausgeht. Und während ich das Gefühl hatte, dass vor allem Birgit Prinz krass gefeiert wurde, immer auch medial, geht für mich Alexandra Popp voll unter. Dabei ist die meiner Meinung nach eine legitime Nachfolgerin. Ja? Also ich gebe dir total recht mit legitimer Nachfolgerin. Ich würde sagen, Birgit Prinz gefeiert, weiß ich nicht. Also erstens ließ sie sich kaum feiern. Da ist Alexandra Popp bei weitem, ich sag mal, extrovertierter. Stichwort Instagram, da ist sie völlig okay, will ich damit auch sagen. Also wir hatten jetzt letzte Woche auch bei uns in der Sendung ein Stück über die, weil die ja aus NDR-Sendegebiet kommt. Die kauft auch gerade für ältere Menschen ein während der Krise und so. Das ist echt eine sehr sympathische, gute Frau. Ich nehme das, wie gesagt, nicht ganz so wahr, aber ist ja mal so eine Binnensicht. Und ich will dazu aber kurz sagen, dass bei Wolfsburg scoret sie im Moment nicht, weil sie da ja, sie spielt ja mittlerweile so eine hängende Spitze oder teilweise Zehnerin. Eva Pajor spielt davor. Auch gemacht. Ja, genau. Mhm. Genau, und ich weiß das so ein bisschen durch das Interesse meiner Tochter, die große Alex Popp-Fan ist. Und ein Kollege von mir hat letzte Woche mit Alexandra Popp gedreht. Und dann habe ich ihm schnell gesagt, Mensch, bring doch ein Autogramm mit für Telsa, so heißt meine Tochter, von Alex Popp. Und dann schrieb er mir abends, oh nee, Mist, ich habe heute schon gedreht. Und ich so, ach, fuck. Und dann schreibt er mir den nächsten Tag, ey, sag mal, bist du gerade mit Telsa zu Hause? Ich so, nee, ich bin da auf der Arbeit, aber kannst mir gerne was schicken. Und dann hat er sie einfach nur eben gefragt, ey, du, da gibt's jemanden, Tochter vom Kollegen von mir, der ist ein großer Fan von dir, hat sie so ein mega nettes, einminütiges Video für sie aufgenommen, oh, nur für sie, das ich dann weitergeleitet habe. Voll gut. Also meine Tochter war natürlich total aus dem Häuschen, aber hat sie auch namentlich natürlich angesprochen und so. Und deshalb, gute Wahl, will ich damit nur sagen. Ja. Das fällt mir jetzt natürlich schwierig zu toppen. Ich freue mich einfach nur, dass ich drei Namen auf dem Zettel habe, wo, glaube ich, ihr alle sagt, Chateau, das ist nicht von schlechten Eltern. Und zwar ist mein erster Stürmer Emil Penzer. Klar. Ich hab ihn, ja, Logo, da bekommt man rechnen. Ich habe den damals gesehen, beim HSV auch. Und als ich den gesehen habe, dachte ich, krass, der wird die Bundesliga dominieren jetzt die nächsten Jahre. Der bringt hier alles mit. Schnelligkeit, Tempo, Kraft, Torgefahr, Wahnsinn. Es ist anders gekommen, wie man jetzt im Nachhinein weiß. Und wenn man sich dann die Karriere anguckt, ist es auch nochmal lustig, dass er zwischen dem Gastspiel auf Schalke und dem HSV nochmal, ich glaube, bei Standard Lüttich war. Das hat man vielleicht auch nicht mehr auf dem Zettel gehabt, ne? Nee. Aber Emil Penzer ist der eine. Und der zweite ist ein Spieler, wo du gerade die Brasilianer angesprochen hast. Es ist bei mir ein Brasilianer. Es ist eine Legende. Es lässt die Leute auf dem Zuckerhut immer noch mit den Zungen schnalzen, wenn sie die Buchstaben hören. Es ist der Brasilianer Jo. Ich wusste nicht. Oh Gott, ey. Denn wir haben damals Jo gesehen, 2008 muss es gewesen sein, oder 2009, 2010, so in dem Zeitraum, bei einem Spiel von Manchester City. Da war Jo gerade, es war 2008, zu Manchester City gewechselt. Und es war kurz die Zeit, nachdem der Scheich den Verein übernommen hat. Und da hieß es, wir kaufen erstmal groß ein und gucken dann, was davon so übrig bleibt. Also da war ja Rubinho bei und unter anderem auch Jo. Und Jo dachte man schon damals, als man den im Stadion gesehen hat, wie genau bist du eigentlich jetzt hier gelandet bei Manchester City? Und wenn man sich jetzt die Karriere von ihm anguckt, er war 3 Jahre bei Manchester City, 21 Spiele, eine Hütte und danach die Station Laie nach Everton, Laie zu Galatasaray und dann international Atletico Mineiro, Al-Shabaab, Jiangsu Suning, Corinthians und jetzt bei Nagoya Krampus. Aber da läuft es immer richtig gut. Also. Genau, bei Nagoya Krampus läuft es gut und immerhin auch 20 Länderspiele gemacht. Und ein wieder mal, wo wir von geredet haben, Wikipedia-Bilder. Das Wikipedia-Bild von Jo auch schon wieder extrem gut. Also bist du gerade bei im Internet? Ja, ja, genau. Ich bin gerade genau auf diesem. Dann guck mal unter die Vereine, wo Jo im ZSKA Moskau-Trikot ist. Das ist doch ein unfassbares Bild. Leere Ränge, XXL-Trikot
und er jubelt. Also das ist ein sehr schönes Bild. Jo ist mein zweiter Stürmer. Und mein dritter Stürmer und letzter Stürmer schlägt eine geniale Brücke zur Folge. Und zwar, es ist Chinedu Obasi. Und zwar habe ich den gesehen bei St. Pauli gegen Hoffenheim. Und das war die letzte Saison, die letzte Zweitligasaison von Hoffenheim, bevor sie aufgestiegen sind. Und Hoffenheim hat St. Pauli derartig an die Wand gespielt, mit Ballbesitz, mit allem drum und dran. Das war echt krass. Also da hat schon gespielt Demba Ba, Obasi, na gut, Tobias Weiß steht auf einem anderen Papier. Und St. Pauli. Matthias Geißle. Ja, genau. Aber immer, wenn St. Pauli eine Ecke hatte, haben sie den reingemacht. Und St. Pauli hat am Ende 3-1 gewonnen, obwohl sie kolossal unterlegen waren. Die Torschützen waren unter anderem auch Alexander Ludwig, Marcel Eger und Ralf Gunisch, der ja ein Rasenfunkfreund ist. Ne? Der auch also, in der Folge, in der er hier war, auch natürlich dieses Tor erwähnt hat. Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Deswegen ist es Chinedu Obasi, der dann auch nochmal eine interessante Karriere eingeschlagen hat, denn der wechselte ja von Hoffenheim zu Schalke und danach ging es weiter zu AEK Solna, FC Shenzhen, nochmal zurück nach Solna, dann nochmal zu den Bolton Wanderers, in Klammern 0 Spiele, 0 Tore, dann nochmal zu Elfsborg und dann nochmal zu AEK Solna. Also das ist die Karriere von Chinedu Obasi und jetzt fragt man sich natürlich, an welchem Spieltag der zweite Liga-Saison fand in dieses Spiel FC St. Pauli gegen Hoffenheim statt und es war der 29. Spieltag der Saison 2007-2008 und ich habe gerade eine Gänsehaut hier und wenn ich durch dieses Mikrofon höre, spüre ich, dass ihr auch gerade eine Gänsehaut habt, oder? Ich habe meine Hose ausgezogen, das ist ja der Wahnsinn. Das ist wie Karamell. Ja. Aber oder? Ganz kurz, man hat ja Obasi und Demba Ba wirklich noch als die Striker in Erinnerung bei Hoffenheim, waren ja auch damals teuerste Neuzugänge, da hat ja Hoffenheim in den ersten 3 Spielen der zweiten Liga nicht so gut gespielt und dann sind sie mal kurz shoppen gegangen, aber wenn ich mir dann die Quote angucke, der hat in 92 Spielen nur 25 Tore gemacht. Irgendwas stimmt damit meiner Erinnerung nicht. Obasi? Nee. Obasi, ja. Ja. Aber Obasi habe ich wirklich auch als tendenziellen Ehrvorbereiter zusammen mit Carlos Eduardo so im Rückblick und dann wirklich Demba Ba als kompletten Oberstriker. Und war nicht Ibisevic, war der schon in der zweiten Liga dabei? Nee, also in der Saison? War der noch nicht bei? Der kam dann nicht bei? Zu 9, glaube ich, oder? Der kam dann. Und, okay. Und man erinnert sich doch dann auch an so ein tragisches Gastspiel auf Schalke, wo es dann irgendwie überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja gut, ne? Aber so sind ja alle Gastspiele auf Schalke. Also nennen wir mal den einen Spieler, der zur Schalke gegangen ist und man dachte sich so, krass, ey, hier hast du echt einen Platz gefunden. Also. Aber Ali Karimi. Ali Karimi. Emilien Penzer, muss man wirklich sagen. Auf Schalke zusammen mit Sand war das ja ein krasses Sturmlos. Wir wären da ja fast Meister zusammen geworden. Aber Emilien Penzer, da bin ich gerade, das Wikipedia-Foto ist eine Rückansicht erstmal, ist auch geil. Kannst du ihn gar nicht erkennen. Eine verschwommene Rückansicht in einem irgendwie einen hellblauen Trikot, das man nicht zuordnen kann. Aber Emilien Penzer nach seinem Gastspiel beim HSV 2005, nur ganz kurz, 2006 Al-Rayyan Sport Club, 2007 Manchester City, 2008 Plymouth Argyle, 2009 FC Sion, 2010 Neftchi Baku, 2013 SC Eendracht Aalst. Also das war auch mal ein Karriereplan. Und ne? Bei Aalst auch wieder, das ist das Beste, wie Karrieren beendet werden können. 0 Spiele, 0 Tore. Und legendär aber auch der, dass der halt auch nochmal ein Jahr bei Manchester City war. Also ja, Manchester City, die ersten Jahre des Scheichs davor und danach, boah, war das auch die Berti-Glauber-Zeit, Ole? Wo Berti Glauber. Müsste es so, eigentlich, ja, müsste das es. Das ist so die Zeit, da müssen die auch einen 50- bis 60-Mann-Kader haben. Und alleine dieses, dass er auf Schalke war, da relativ erfolgreich war und dann nochmal so ein Jahr Standard Lüttich mitnimmt, ne? Alleine, dass ein Spieler nochmal dann in dem Fall nach Belgien zurückgeht und da nochmal ein Jahr spielt, das gäbe es heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig. Ja, na, aber Quote 28-21 bei Standard Lüttich in der Saison. Klar. Und ich hätte den übrigens in meiner Erinnerung, hätte ich den beim HSV viel, viel stärker in Erinnerung als hier 36 Spiele, 5 Tore. Ich dachte, der wäre da viel das war doch so länger gewesen. Und ganz tragisch. Der hatte doch ungefähr so viele rote Karten wie Tore damals beim HSV. Das war ja einer, der hatte ja auch so unglaublich dicke Oberschenkel. Deswegen, also für mich komplett. Ist der genau das Gegenteil von Ruud van Nistelrooy. Ich finde, Ruud van Nistelrooy hast du nie angesehen, dass der ein gefährlicher Stürmer ist. Und Emil Mpenza dagegen sah aus wie eine krasse Maschine. Und das war aber dann genau umgedreht. Stimmt. Ja, ja. Stimmt.
Ja, ja. Also, wo man eigentlich denkt, der bringt alles mit, ne? So. Und dann klappt es trotzdem nicht. Ja. Aber die Zeit bei Al-Rayyan Sport Club fand ich auch im Nachhinein gut, wenn man sich da nochmal die Spiele anguckt und die YouTube-Videos von Kiki. Da ist auch viel schönes Material dabei. Ja, es hat ihn zu City gebracht. Also. Ja, gut, das stimmt. Ja, City hatten ja, Manchester City hat in der Zeit halt Kikis Kanal ja abonniert, deshalb haben die halt alles leer gekauft, ne? Ja, total. Ach, das waren die schönen Zeiten. Ja, Ole, ja. Jetzt bist du noch dran. Wie viele Striker hast du? Ich habe meine schon. Nein, wir waren ja schon, Messi. Stimmt, richtig. Ah, ja, wisst ihr, warum ich da so gerade verwirrt war? Na? Weil ich mir nämlich noch aufgeschrieben habe, was meine Lieblingstrainerkombination war, die ich gesehen habe. Und zwar, weil sie gegeneinander gespielt haben. Bernd Hollerbach gegen Erik ten Hag. Habe ich gesehen. Und Bernd Hollerbach hat 1-0 gewonnen. Das war ja. Würzburger Kickers gegen die Bayern-Amateure damals. Stimmt, deswegen war ich hier noch bei einer weiteren Zeile. Sorry. Schön, schön. Was hast du für einen Trainer, Henna? Ich würde jetzt ganz spontan sagen, weil ich das auch eine schöne Kombination nehme. Ich glaube, Trainer bei New York City FC war damals, glaube ich, Patrick Vieira. Oh. Und ich würde den nehmen, weil der, glaube ich, auch schon seit Jahren so immer mal gehandelt wird als... Kann der nicht Frankreichs Nationaltrainer werden? Oder ist der nicht neuer Trainer von Arsenal? Aber der wird immer noch in New York geparkt bei diesem New Yorker Verein. Ich sag Patrick Vieira. Ja, okay. Also bei mir kann es nur einen geben, weil er ein schweres Erbe antreten musste. Und das ist für mich Patrick Sander, Namensvetter, der nach der großen Ära von Ede Geier in der Lausitz sein Glück versucht hat bei Energie Cottbus. Deshalb Patrick Sander, der hat da einen ganz neuen frischen Wind in der Lausitz reingebracht. Deshalb ist das mein Coach. Wenn ich Patrick Sander den Namen höre, dann sehe ich ihn immer schimpfen vor mir. Also es gibt so Trainer, ja, Pele Wollitz ist auch so einer, da sehe ich immer, vor meinem inneren Auge schreien die immer. Ja, aber Patrick Sander ist auch, es gibt ja auch Menschen, fernab vom Trainer, es gibt ja Menschen, die sind mit dem Gesichtsausdruck gesegnet, wo du so denkst, boah, weiß nicht, was dann da, ne? Also so ein bisschen so, Lachen ist nicht dein größtes Hobby und die haben so ein bisschen Mundwinkel nach unten. Da können die vielleicht häufig gar nichts für. Und Patrick Sander, es gibt ja so, ich sag mal, äußerlich nicht der größte Menschenfänger. So würde ich es jetzt mal behaupten. Rest die Bitchface. So viel Zeit muss noch sein. Vieira mittlerweile Trainer in Nizza, natürlich, ne? Na klar. Nur, dass das nochmal klar ist, logisch. Wurde im Kurzpass zur Ligue 1 vor ein paar Monaten auch behandelt. Ich denke, daher hast du die Informationen und nicht aus dem Internet. Woher denn sonst? Ich bin doch hier gar nicht angeschlossen. Ja. Also, an der Stelle machen wir mal ein Schleifchen um diese Sendung. Ich habe euch jetzt schon länger in Beschlag genommen als eigentlich geplant. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Hendrik von Bötingslöwen @HendrikvonB auf Instagram und Ole Zeisler @Mozzole auf Twitter. Danke euch beiden, dass ihr mit dabei wart. Danke. Sehr gerne. Und ich habe noch Podcast-Empfehlungen und vor allem eine davon, die möchte ich auch euch beiden sehr ans Herz legen, denn die müsste euch sehr gut gefallen. Und zwar die Gutsport-Podcaster sind wieder da und Eike und Steffen mit den Gutsport-Podcast Classics. Und die haben die WM 2006 nochmal sich angeguckt und haben darüber jetzt, ich glaube, schon 3 Folgen veröffentlicht, gehen die Vorrunde, gehen die K.O.-Runde nochmal durch. Es ist wunderbar, mit denen nochmal auf die WM 2006 zurückzugucken. Ich kann es sehr empfehlen, auch weil sie noch ein paar interessante Geschichten vom Drumherum haben. Eike war Volunteer in Hannover zum Beispiel. Wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Könnte euch beiden auch gefallen. Und dann empfehle ich euch da draußen noch den 212-Podcast von Jürgen Kalver, Freund der Redaktion. Haben eine sehr interessante Folge gemacht im Zentrum der Pandemie. Wie läuft das mit Corona in New York? Etwas bedrückend, aber auch interessant zu hören. Und dann empfehle ich euch noch für alle da draußen, die sich sagen, was soll das jetzt mit dieser Tracking-App zur Corona-Bekämpfung, wenn ihr wissen wollt, wie das datenschutztechnisch und so weiter so laufen könnte, dass wir alle da gerne mitmachen, dann hört das Logbuch Netzpolitik dazu und verwechselt das nicht mit der aktuellen App vom RKI. Die wird dann in der aktuellen Folge des Logbuchs Netzpolitik auseinandergenommen. Aber grundsätzlich, so eine Tracking-App, die könnte gut sein, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.